Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Cast Nummer 2247. Wir haben ein weiteres Spiel aus den EU-Playoffs, haben dazu den Weltmeister, den Endgegner schlechthin in Rot aus Finnland. Das ist natürlich Serral. Der Zerg beim Team Basilisk aktuell und der spielt gegen einen weiteren Zerg. Es ist hier ein Mirror Game, zwei Zergs gegeneinander. In Blau, da haben wir beim Team Liquid Elazer. Der Zerg aus Polen ebenfalls noch im Winners Bracket. Und die beiden treffen jetzt eben aufeinander und damit Elazer natürlich, ja, so ziemlich das schwerste Los gezogen, das man in die EU ziehen kann. Elazer hatten wir schon in der Playoff-Runde, aber für Serral, da ist der Fall. Es ist wenig überraschend, er hat seine Gruppe ohne eine Niederlage durchgestanden, hat nicht mal eine Map abgegeben, sondern 3:0 in Serien, 6:0 in Maps. Also kurz drei Spiele abgefertigt, Thema erledigt, Serral ist in den Playoffs. Und dann in seiner Playoff-Runde war er, glaube ich, auch sehr stark unterwegs. Da hat er den nächsten Spieler 3:0 verprügelt. Also, Serral bisher ungeschlagen in diesem Turnier, in dieser EU-Runde. Mal sehen, ob da Elazer was dagegen machen kann. Der hat kein schlechtes ZVZ. Der hat ja eine Vorrunde schon gegen den Zerg gespielt. Da hat er knapp gewonnen. War ein sehr interessantes Match und eben gespannt, wie das jetzt gegen Serral läuft. Tatsächlich war auch aus Gruppe A. Also, Elazer war ebenfalls in Gruppe A, aber die haben sich nicht in der Gruppenphase getroffen. Sind da aneinander. Gut, bei 16 Spielern in den Gruppen ist das nicht verwunderlich, dass man nicht aufeinander trifft. Einfach die Auswahl ein bisschen zu groß und wenn Serral nach drei Matches schon durch war, hat sich das Thema dann recht schnell erledigt. Ja, so, Start ist relativ entspannt hier auf Golden Aura. Wir haben Hedgecast Pool für beide Spieler. Also keine möchte mega früh starten. Keine frühe Spawning Pools. Und sonstige Überraschungen gibt es erstmal nicht. Wir bekommen die Queens, wir bekommen dann wahrscheinlich Speed Upgrade und dritte Basis. Ja, Speed Upgrade ist auch synchron unterwegs. Generell der Bild, ja, ist zeitlich vielleicht hier und da eine Sekunde verschoben, aber grundsätzlich sind sie direkt beim selben Spielplan. Da werden jetzt mal Linge rausgeschickt und da haben wir den ersten Unterschied mit zwei Linge für Serral, noch keine Linge für Elazer. Die dritte Basis wird kurz gecheckt, die zwei Linge können aber nichts gegen die Queen tun, die Queen will den Overlord. Und beide gehen dann auch aufs Baning Nest. Wird auch direkt gescoutet hier, klar, Overlords hat man auch in Position für Scouting. Dritte Basis wissen normalerweise auch beide, dass die existiert beim Gegner. Jetzt ist eben die Frage, versucht einer mit Lingen was? Oder versucht man doch lieber ein paar mehr Drones durchzuquetschen? Dann geht man Richtung Roaches, geht man Richtung Leertech. Ein paar mehr Optionen bieten sich dann an. Evolution Chamber eventuell noch mit dazu für ein Upgrade. Für ein +1 Melee Attack. Oder ein Missile Attack zum Vorbereiten. Wir sehen, das Linkspeed Upgrade Metabolic Boost hängt mehr oder weniger an derselben Sekunde. Das Upgrade ist durch, das Baning Nest auf beiden Seiten ist auch gleich dann. Als nächstes folgt die dritte Basis für beide Spieler. Also es geht voran und die Linge einmal im Scouting Run durch die Natural durch, rein in die Mainbase. Einmal die Basis checken. Schaden war bisher nicht möglich. Ich meine, es sind sehr, sehr viele Linge hier für diese beiden. Als Serral weiß es jetzt halt auch, dass da einige Linge gebaut wurden. Hat selber ein paar Linge nachgelegt. 10 zu 10 aktuell der Stand, aber wird da den noch verlieren. Und es ist ein 10 zu 8. Und man kann natürlich defensiv Baning mit ranholen. Entsprechend steht man dann soweit schon stabil. Dritte Basis wird bestückt mit Drones, 39 zu 40 aktuell der Worker-Count. Und wir haben jetzt die Wahl des Roach Warrens für Elazer und Evolution Chamber für Serral. Also da geht es jetzt doch mal auseinander. Leertech kommt noch mit dazu, der kommt aber dann bei beiden. Und der Roach Warren kommt bei Serral dann hinterher. Also es ist in etwa dasselbe, aber mit unterschiedlichen Timings, unterschiedlichen Prioritäten. Und ja, Drones werden auch weiter hochgepusht. Mr. Dex direkt unterwegs für Serral, weil eben die Evolution Chamber hier schon ready hat. Das sind hier Leertech unterwegs, Roachfall wird in Kürze fertig. Ansonsten rennen da noch ein paar Linge hier durch die Gegend. Overlords sind nach wie vor in Position, solange es keine Mutas gibt. Auch keine Gefahr da. Und wir haben aktuell 4 Vespingas jetzt bei Serral. Bei Elazer sind es auch die 3 und er geht auf das 4. Also machen Vespingas ja nicht dasselbe. Overlord Speed kommt noch als weiteres Upgrade. Und ja, bisher haben wir noch Kleinigkeiten in Sachen Fights. Bei 75 zu 25 Resources lost in 5 Minuten ist halt nichts. Ein paar einzelne Linge, die gestorben sind. Hier gab es tatsächlich noch mal ein bisschen mehr oben drauf. Da ist gerade noch ein Schwung Linge gestorben. Aber am Ende nicht wirklich signifikant. Ich meine, die beiden haben noch Linge genügend da. Baning ist mal wieder. Okay, der Baning wurde gerade gegen gemacht. Gut. Warum nicht? Effizienter Trade dafür. So viel zu dem Baning. Und jetzt geht es aber in Roaches. Also die Linkphase endet. Die dritte Basis wird weiter gefüllt. Und da kommt auch weiteres Vespingas. Elazer schnappt sich alle Vespingas hier, die er da hat. Geht auf volles Vespingas-Einkommen und hat einen Drop-Overlord unterwegs. Nicht sicher, ob das... Ne, das sollte wohl doch... Soll das...
Drop-Overlord sein oder nicht. Nicht sicher, ob das hätte auch ein Overseer werden sollen. Aktuell chillt er nämlich gerade noch. Vierte Basis kommt für Savile und hat den Overseer selbst, den er über die gegnerische Base schickt. Ja, sehr viel Vespingas und jetzt noch mit Speed Upgrade kann man da weiter scouten. Der Overseer sieht einmal, dass der Drop-Overlord hat eingeladen, also er bringt ein paar Roaches rüber. Da sieht man eben auch, dass der Gegner das komplette Vespingas sammelt. Man selber tut das inzwischen allerdings auch. 66 zu 66 Drones. Ja, Savile noch ein bisschen später mit dem zusätzlichen Vespingas. Und wir verfolgen mal diesen Ovi hier. Im Alleingang ist er da unterwegs. Und jetzt pumpen beide erstmal Mastic Roaches. Die Economies sind ja schon stark. Timing der vierten Basis ist für Savile ein bisschen schneller. Man merkt eben, dass jetzt die Timings da mehr und mehr etwas verschieben. Missile Attacks Vorteil, Roach Speed Vorteil ist nicht wirklich da. Das kommt zur etwa gleichen Zeit. Aber eben Savile hat das bisschen bessere Timing beim Attack Upgrade und schadet zuerst seinen Angriff mit Lingen auf die vierte. Kann die aber nicht stoppen. Und jetzt ist die Frage, was macht er gegen die Roaches, die ankommen? Hat selber da schon zwei Roaches und eine Queen. Aber das ist nicht ganz genug. Die Queen in Gefahr. Die soll gesniped werden. Die Queen wird auch fallen. Die Roaches wollen auch die nächste Queen. Da kommt nochmal eine Mitte zu. Die haben alle keine Energie für Transuses. Sind fleißiger mit Jacken gewesen. Aber damit können sie sich nicht retten. Drei Roaches sind noch im Overlord. Und der Overlord, dem geht's noch ziemlich gut. Also Savile verliert hier ein bisschen was an Produktionskapazität. Nur noch eine Queen da. Dafür bekommt er auf der anderen Seite gerade ein paar Drones. Da haben erstmal hier die Roaches kamen vorbei. Und das waren hier die beiden Baninge. Die sind losgelaufen. Die Huddy Lace hat sich nicht auf dem Schirm gehabt. Wer hat es hier eigentlich in der Vision? Die Overlords haben das gesehen, aber die Drones konnten das nicht komplett vermeiden, dass es hier Damage gibt. Klar, es war einiges anderes los mit auf der Map. Und ja, die Baninge warteln einfach rein. Da waren die Drone-Reaktion und da sterben 5 Stück dabei. 66 zu 61 jetzt. Kann man relativ easy nachlegen. Man sieht eben das Zeitfenster, das plus 1 wird gleich fertig für E-Laser. Währenddessen hat Savile schon 40 Sekunden auf dem plus 2. Und da kommen jetzt aber noch Burrow und Tunneling Claws mit dazu. Bei Savile hingegen sind es Ravager, die gemorpht werden. Overseer checkt nochmal die Lage. Ansonsten Supply ist E-Laser ein kleines bisschen vorne. Mehr Roaches werden aber gewonnen, dann hat sich das Thema schnell erledigt. Gesamtmasse ist gerade 26 zu 37 Roaches, mit aber nochmal 9 Stück unterwegs. Und auch Burrow und Tunneling Claws bei Savile. Was er dann haben wird, ist auch das Carapace Upgrade. Es gibt noch nicht die zweite Evolution Chamber für Laser, die kommt gerade für sein eigenes 2-1. Also wir sind aber noch sehr, sehr nah beieinander, was die ganze Spielsituation betrifft. Hier in Overseer auch Contamination auf das plus 2. Also holt sich dann noch mehr an Zeitfenster raus, schafft das wirklich mit seinem letzten Hitpoint diesen Spell abzusetzen, überlebt dann sogar. Das ist wirklich frech, was der sich hier erlaubt hat, dieser Overseer. Aber er kommt mit dieser Aktion durch. Es gibt tatsächlich insgesamt 4 Overseer bei Savile, also auch den könnte er dann für Contamination verwenden. Der hat auch schon sehr viel Energie angesammelt. Auf der Gegenseite gibt es keinen einzigen Overseer interessanterweise, also komplett unterschiedliche Ansätze, was das Thema betrifft. Supply ist in Kürze maxed, klar, die Upgrades werden immer noch besser. Allerdings hier das Upgrade-Timing ist natürlich deutlich schwieriger für E-Laser. Sein Carapace startet jetzt auch, aber Savile, der ist schon bald durch damit. Mit seinen beiden Upgrades. So, ein paar Dinge werden noch abgesammelt. Savile gerade Supply Block, also hat den Overseer oder einen Overseer gerade verloren. Ne, er hat sogar einen mehr. War kurz nur Supply Block, aber jetzt ist er eh auf 200. Jetzt geht eh nicht mehr. Supply ist gefüllt. Drop Overlord ist auch hier mit dabei. Ein paar Roaches sind drin. Spine Crawler werden jetzt defensiv angesetzt, damit eben die Drones besser geschützt sind. Overseer dann auch für E-Laser 2 Stück. Und ja, braucht man gegen die Tunneling Claws Roaches einfach, sonst wird das eine Katastrophe. Man sieht jetzt auch die Stacheln da drauf. Ja, die ab geht's nicht. Savile hat jetzt 2-1 und kämpft gegen gerade mal plus 1 Attack. Also könnte sich jetzt draufstürzen auf den Kampf. Macht das aber erstmal nicht. Es ist immer noch ein relativ ruhiges Game. Roaches werden jetzt in Position gebracht. Also das ist wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Aber jetzt mit Tunneling Claws Roaches kann die Party richtig steigen. Wenn man nicht die Detection da hat, kann das richtig schnell schief gehen. Somit die Roaches ziehen sich erstmal zurück. Es kommt noch Hydra-Tech für E-Laser. Das zweite Carapace kommt noch bei Savile und es wird Infestation Pit gebaut. Dahingegen ist der Angriff. Der Upgrade-Vorteil besteht immer noch. Aber die Masse ist nicht ganz da, weil Savils Trupp ist hier drüben größer aufgestellt und jagt gerade die Roaches vor sich hier. Hier gibt es trotzdem den Fight. Große Fights landen ein bisschen auf den Ravage. 48 zu 40 Roaches, 4 zu 4 in den Ravage. Das sind sie also gleich, aber die Truppen sind unterschiedlich aufgeteilt, wie man sieht. Und Savile kann hier trotzdem E-Laser zurückschlagen und parallel hier Druck machen. Die Frage ist, kommt er da wirklich noch weiter? Beide gehen jetzt auf den Hive-Deck, beide pumpen massenhaft Roaches nach. Aber E-Laser kassiert hier ein bisschen mehr. Resource-Loss, die man sehen kann, 2700 zu 4300. Die Spinecrawler helfen. Und hier wird man zurückgepusht. Aber am Ende, Savile will nicht die Basis besuchen. Es gibt da inzwischen eine fünfte. Savile hat noch keine fünfte. Also eine Basis mehr gerade für Laser. 70 zu 70 Worker. Klar, die Ursprungsbasen gehen so langsam leer. Main und Natural leiden da Stück für Stück. Und da der nächste Versuch eines Angriffs, aber da ist auch einiges an die Laser Supply da. Da kommt auch nochmal eine Armee von oben. Also von drei Seiten will man hier diesen Trupp in die Mangel nehmen. Savile hat da nicht alles koordiniert auf einer Stelle, sondern er versucht immer noch diesen Trupp als Runway irgendwie reinzubringen. Gelingt ihm aber erstmal nicht. Das hat die Laser im Blick und fängt das gerade alles ab.
Hivetech ist in Kürze fertig und da kommen Hydra-Upgrades auch auf beiden Seiten. Da kommt sogar ein zweiter Hydra denn bei Elaser. Er hat das Missile, das Reichweiten-Upgrade schon unterwegs und das Speed-Upgrade gequeued, aber er hat es, glaube ich, einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es das Gebäude schon gibt. Somit kommen wir zu ihm gerade nochmal, während das ein Lurker denn ist unterwegs bei Savile. Da geht's voran gegen die Roaches des Gegners ein weiteres Mal. Roach-Masse ist 53 zu 51. Upgrade-Situation ist jetzt gleich mit ja, sowohl Baron Tunneling Claws als auch 2-1-Upgrades. Und da wird fleißig gekämpft. Jetzt kommt es ein bisschen auf die Corrosive Biles an, wie die treffen können. Cyrils zweiter Trupp wartet immer noch da oben. Hat noch nicht sein Opening gefunden, nachdem er gesucht hat. Die Hydra ist jetzt mit dabei, um die Overseer zu snipen. Noch die Overlords sind jetzt in Gefahr. Jetzt, wo Hydras mit dabei sind, es ist mal Anti-Air auf dem Feld. Hydras werden auch bei Cyrils Seite gebaut. Supplies trotzdem Max. Es wird eine Bank gesammelt. Das ist ein wirklich ein überraschend ruhiger Ansatz für ein ZVZ. Also die beiden trotzdem haben sehr viel Geld auf Vorrat, kämpfen immer noch mit den Roaches. Keiner konnte da früh den Gegner brechen, hat es auch keiner wirklich versucht, den Gegner früh zu brechen. Und jetzt ist Savile aber weiter in Brücke, macht hier Ärger an der fünften Basis. Hier an der Basis wird das verteidigt. Wie sieht es hier aus für den Druck? Hydras sind nicht wirklich mehr dabei, aber ja, jedes bisschen Damage zählt. Aktuell gehen dann beide auf plus 3 Missile-Attacks und die Lurk-Upgrades werden folgen. Elaser pusht hier ein bisschen raus, muss aber aufpassen auf die Corrosive Biles. Das kostet den einen Ravage und der andere ist schwer angeschlagen. Der Trupp pusht wirklich sehr, sehr tief rein. Klar, wir kommen jetzt auch in den Punkt, wo die toten Roaches durch andere Supply ersetzt werden. Also es wird jetzt nicht alles 1 zu 1 mit Roaches nachgebaut. Das lohnt sich inzwischen nicht mehr. Wir sind auf Hivetech, also die Roaches skalieren einfach nicht mehr so gut. Vor allem in Lurker mit dazu kommt, wird das sehr schnell sehr ungemütlich für die Roaches. Und die Hydras wollen hier nochmal ein paar Overlords mitnehmen. Damit zieht eben Upgrade-Situation 3-3 schon unterwegs für Savile. Also sein Carapace hat auch ein bisschen Zeitvorsprung. Sein Missile Lex hat ein bisschen Zeitvorsprung. Aber Elaser ist dran. Er wird die Upgrades auch kriegen. Es ist nicht so, dass er gar keine Möglichkeit dafür hat. Der wartet noch auf seinen Lurker denn. Und zudem Elaser gerade am Drücker. Also er belagert hier ein bisschen die Basis, nimmt noch mehr Overlords raus. Savile auch im Supply-Block gerade. Das kostet ihn was von seiner Bank. Geht jetzt aber auch auf Static Defense und hat hier eine fünfte Basis mit dabei. Weil die fünften laufen noch gar nicht als Mining Bases. Wie man sehen kann, auch die von Elaser wird noch nicht wirklich bearbeitet. Jetzt Savile sammelt er zumindest mal Vespinkas. Will da schon sehr viel parat haben. Adaptive Talents kommt noch als weiteres Lurk-Upgrade. Die Lurk jetzt hier in Position. Und der nächste Kampf beginnt jetzt auch Hydras auf der anderen Seite mit dabei. Und die Upgrade-Situation für Savile eben gerade besser. Carapace, jetzt ist es ausgeglichen. Es ist jetzt 2-2 da. In Kürze kommt dann plus 3 Attack und dann auch noch plus 3 Carapace. Der Trupp belagert ihn ein bisschen. Und da haben sie doch mal ein paar Roaches durchgeschlichen. Bisher aber nur 2 Drones erwischt. Sie wollen noch mehr, aber da kommt richtig viel Static Defense. Jeder aushelfen möchte, diese Roaches zu stoppen. Am Ende fahren sie einfach weiter. Der Trupp muss den Gegner ein bisschen aufpassen, hat die Lurker aber mit dabei. Beide gehen jetzt auf Vipern. Abducts werden da mega wichtig, Blinding Clouds werden da wichtig. Die Roaches versuchen nochmal ihr Glück in der Mainbase, sind aber nur noch zu dritt. Und ein Spinecaller ist trotzdem, weil die Queen safe sich selber durch Burrow. Also, ja, ein bisschen Burrow-Spielchen, die da eingesetzt werden. Da sieht man das ab, die Stacheln der Lurker. Resources Lost ist ein 7100 zu 8100. Also, da ist Elaser jetzt auch ziemlich gut dran an seinem Gegner. Muss jetzt hier eben aufpassen auf die Lurker, die er selber gerade noch nicht hat. Da wird weiter gefightet. Zudem, Savile hat jetzt das Missile Attacks 3 mit dabei. Also, macht wieder mal ein bisschen mehr Damage und farmt sich ein bisschen durch die Einheiten durch. Es gibt einen zweiten Fight oben, wie man sehen kann. Auch da kommt aber Elaser nicht wirklich vorwärts, wird zurückgepusht. Die Rampe wieder runter, da kommt eine sechste Basis hier oben. Die nächsten Basen werden dann eher auch kompliziert, muss man sagen. Also wenn beide sechs Basen haben, die siebte ist halt dann die Eckbasis von der Map. Und die ist sehr, sehr weit draußen. Die unten ist sogar eine Goldbase. Und das sind hier warten noch ein paar Roaches. Und wir kommen eigentlich in den Punkt hin. Beide haben noch ein bisschen Bank. Bei Elaser fehlt es am Vespingas. Das hat es aber ein bisschen fleißiger gesammelt. 64, 63 Work ist jetzt auch nicht mega viel. Da kommt noch der Abschluss des 3-3-Upgrades. Und ja, die Viper-Kriege beginnen jetzt halt. Abduct versus Abduct. Und da macht Savile den ersten Schlag. Und das ist richtig wertvoll. Er kriegt 2-3 Vipern, ohne dass es irgendeinen Counterkill gibt. Das ist richtig, richtig wertvoll. Das kostet einfach absurd viel Vespingas. Ja, 800 Vespingas gerade zerstört. Und die Laser hat halt gerade auch keinen Vespingas. Also das war wirklich ein herber Verlust für ihn. Er baut nochmal 3 Vipern nach, aber das kostet halt. Das geht richtig ins Geld. Gerade wenn man hier versucht, auf Kosteneffizienz zu spielen. Hier der Trupp hingegen wird eher abgeräumt. Deshalb ist versucht, einen Bacchus auf Files zu setzen. Die werden weggetankt. Der Trupp kann sich aber nicht weiter durchsetzen. Carapace 3 ist jetzt auch noch mit dabei. Es kommen 16 Hydras auf Savile's Seite, um den Supply wieder zu füllen. Da sieht man eben, dass die Roaches keinen hohen Stellenwert mehr haben. Die Hydras sind da die Monster und die Lurker sind die Damage-Dealer. So, Vipern jetzt aber wieder am Start und somit Lurker werden rangezogen. Einer fällt, zwei fallen, der dritte versucht zu fliehen. Ich meine, die Laser ist aber noch dran. Seine fünfte wird noch nicht so gut mehr. Also sein Mining ist, glaube ich, nicht so gut die letzte Zeit. Ja, Savile hat einen Mining-Vorteil. Hat jetzt auch oben die sechste Basis, die aber aktuell auch noch nicht nutzt. 15 Minuten, das heißt, Mainbase läuft eigentlich leer, Natural läuft ebenfalls leer. Gott, das sind Larven ohne Ende. Da hat man fleißig injected über einige Zeit. Wir haben 66 zu 18 Larven. Also Savile, er hat nicht nur das Geld, er kann auch richtig schnell Einheiten nachlegen.
wenn es benötigt ist. Er hat die Ressourcen dafür. Oh, hier, die Vipern werden wieder gefunden. Sofort wieder welche rangezogen und entsorgt. Und dann nochmal, die anderen beiden waren auch jetzt im Sophilydras gar kein Problem, die Vipern zu snipen. Das waren nochmal 4 Kills gerade auf diese Vipern. Wieder 800 Vespingas zerstört. 200stens pro Viper, die man dabei verliert. Ja, und für Elaser ist das echt ungemütlich. Und er ist jetzt gerade im Supply-Block. Vespingas wird für nochmal neue Vipern eingesetzt, aber das ist halt... Wie lange kann er sich sowas leisten? Wie viele Vipern kann er... Er hat 2000 mehr Vespingas verloren bisher in diesem Game. Das ist schon krass viel. Und hier werden, ja, die Vipern weiter jetzt ausgenutzt. Klar, wenn man selber die Vipern hat und der Gegner nicht, man kann das halt ziemlich ausnutzen. Es sollten eigentlich Viper-Kriege sein, dass eben, wenn der Gegner rankommt mit den eigenen Vipern, dass man einen Konterabtakt machen kann, um das auszugleichen. Was Savage aber hat, ist halt keine gute Frontline an Tanks, sondern es ist einfach Damage-Dealer auf Damage-Dealer. Hydras plus Lurker. Hauptsache, man macht mehr Schaden als der Gegner. Hauptsache, die gegnerische Armee schmilzt schneller als die eigene. Und genau das passiert ja auch gerade. Die Lurker säbeln sich durch und Hydras verschwinden einfach. Am Ende die eigenen Lurker halten die Position. Trotzdem insgesamt 13 zu 18.000 zerstörte Ressourcen. Neue Lurker, neue Hydras kommen bei Elaser. Schafft es aber nicht auf den Max-Out momentan. Ich glaube, ihm fehlen auch die Larven dafür. Er hat noch 13. Savage hat noch 59. Er hat so viele Larven einfach, das ist ab wirklich krank, was sich an Main und Natural da tummelt. An Larven, die ganze Zeit da die Injects verwendet. Und hier nächster Zweitangriffsversuch. Static Defense ist auch einiges investiert worden, damit die Basen safe sind. Tatsächlich hat Seven inzwischen mehr Vespingas Bank als er Mineralien Bank hat. Ich meine, er hat auch gleich viel Mineralien-Einkommen, wie er Vespingas Einkommen hat. Das sieht man auch nicht oft. Dass er sich komplett die Waage hält. Gut, für Elaser ist es auch... Savile ist es ein bisschen höher. Für Elaser ist jetzt tatsächlich auch der Fall. So viel Vespingas wie Mineralien sammelt. Also man sieht, wie hoch der Vespingas-Hunger ist von den beiden. Gerade die Vipern gehen halt richtig ins Geld. Und da nochmal Pineiten wurden da out of position gefunden. Keine Reaktion von Elaser, konnte da nicht kontern. Verliert nochmal einen Schwung an Units. Also war kosteneffizient. Denn sieht das nicht schön für ihn aus. Er hat 7000 Ressourcen bisher mehr verloren. Und findet auch keinen Weg, bis er seinen Gegner zu brechen. Wieder die Vipern werden gefunden. Da gab es einen Konter-Abduck, zumindest auf den Lurker. Die Abducks ja auch. Wenn Abduct auf Adapt trifft, das sieht ziemlich dämlich aus. Da, genau das ist der Move. Der Gegner startet zwar, man kann selber auch ein paar Vipern rausnehmen. Sowas braucht Elaser, aber trotzdem muss er eigentlich mehr Vipern killen, als er verliert. Savile kann die immer noch deutlich einfacher setzen. Der Trupp versucht jetzt weiter reinzukommen. Der wird aber gerade abgefangen von der anderen Seite. Close of Files auf die Lurker. Der eine wird dabei zerstört. Es sind noch 3, 4 da. Die Lufteinheiten werden so zerrissen von den Hydras mit plus 3 Attack. Und da geht es einmal in die Schlacht. Und die Hydras, sie leiden. Sie versuchen, sie durch die Lurker durchzusetzen. Also dieser Trupp gibt da alles. Die Lurker fighten gerade nicht wirklich mit. Lurker da die Schlüsseleinheit. Aber mehr kommt angelaufen. Noch mehr Hydras unterwegs. Elaser macht jetzt Druck auf die Basis ab. Das hat ihn seine komplette Bank gekostet. Er schafft es gerade nicht auf einen Max-Out. Savile hat noch Reserven, was das Geld betrifft. Muss selber auf Reinforcements warten. Flieht da nochmal der Viper. Und jetzt seine Basis ist ein bisschen in Gefahr. Die Select Defense, sie hilft. Ne, er cancelt sofort alles. Er sagt sich, die Basis kann ihn nicht halten. Nicht gegen den Damage. Gibt das sofort auf. Und hat hier drüben sogar die 7. eigentlich in Planung. Und unten auch eine 8. Also er will beide Außenbasen tatsächlich haben. Hat hier den Counter-Run noch ein bisschen. Der weiß aber nicht so ganz, wo er hin will. Und dann werden den Overseer mit denen die Basis einfach weggeräumt. Aber die Drones haben es erstmal überlebt. Die hängen jetzt hier außen ab. Und die Armee zieht sich darüber auch, ne, die checkt die Lage und das muss sie eigentlich auch. Weil die Base oben kann man nicht zulassen, die Base unten wird auch nicht zugelassen. Die kann Savile eventuell noch canceln. Dann bekommt er zumindest die Mineralien zurück. Die Hedge, aber das wird langsam etwas knapp. Da kommt auch die Truppe runter, aber er wird das nicht retten können. Die Hedge wird komplett zerstört. Die Hydras schaffen das. Da wissen jetzt die Lurker in Position, die Basis wird auch zerstört. Die Drones denken jetzt, wie kommen wir hier weg? Das ist ein Overseer, also Burrow funktioniert nicht. Ne, das wird einfach ein Massaker an Drones. Da sterben einmal fast 20 Stück. Ja, von den Drones bleibt nicht viel. Ein paar Überlebenshalter mit Burrow, weil die Overseer weggeflogen sind. Aber 15 hat es erwischt. Dafür flieht aber Elaser selber gerade in die Base, weil Savage einfach sich reingrätscht. Mit den eigenen Lurkern und den Hydras. Gott, das verschwinden Sachen einfach so schnell bei diesem Damage Race. Vipern in Masse vorhanden. 7 zu 3. Energie ist auch fleißig da. Trotzdem, Elaser nagt deutlich mehr am Hungertuch. Er hat einfach nicht so viel Geld zur Verfügung. Und jetzt, wo die Basis wegfällt, wird das nicht unbedingt angenehmer. Dafür hat aber Savile so viele Drones weggezogen, dass Saviles eigenes Mining nicht ganz so toll ist. 48 zu 53 Worker. Heißt aber wiederum, das Army Supply wird nochmal schlimmer. 16 weitere Hydras. Saviles bei 152 Army Supply. Er hat ja 33 Hydras, aber 15 Lurker noch mit dazu. 7 Vipern. Das ist wirklich eine riesige Armee, die er da fährt. Und das ist natürlich hier noch eine Hydra, die da den Lurkern ausgewichen ist und ihr Ding macht. Die Basis hingegen soll neu versucht werden. Savile halt auch mit mehreren Hedges, die verloren hat. Ein Lurker wurde jetzt hier nochmal kurz geparkt, um die Basis zu blocken. Auch hier wurden die Drones gerettet über Eingraben. Währenddessen oben an der Base. Die Hydra wurde jetzt auch endlich zerrissen, bis sie dieser von den Lurker gelaufen Thema erledigt. Und da gibt es einen weiteren Run bei den Savile Starter. Die Basis wäre natürlich mega wichtig für Laser. Wenn er die verliert, wird es ziemlich bitter, was das Mining betrifft. Man sieht doch, die Gebäude haben gelitten durch die Vipern. Und hier aber ist der Angriff von Elaser erstmal wieder unterwegs. Die Vipern sind da mit Blinding Clouds.
Abducts Party gab es noch nicht, aber die Basis, die wird überrannt. Da ist nichts an Defense da. Die Drones keine Chance, die Hatch keine Chance. Das wird einfach nur zerrissen. Einfach nur zerstachelt, zerspuckt. Die paar Drones versuchen, die nach hinten zu ziehen. Zumindest zwei Drones überleben. Trotzdem, wichtige Mining Base ist gerade verloren gegangen. Hier die Lurker belagern noch weiter. Und jetzt gehen die Abducts los. Jetzt kommt die Party. Blinding Card auf die Hydras, dass sie eben nicht die Viper snipen können. Und am Ende der Viper-Fight läuft wieder mal viel, viel. Seven hat keine einzige Viper verloren, aber drei gekillt. 1300 Vespingas zerstört sein Gegner auf 500. Das wird es gerade noch ein bisschen mehr, weil der Trupp sich gerade geopfert hat und der Trupp hier drüben verliert auch noch ein paar Einheiten. Aber man sieht das. Seville hat noch 4500 Vespingas. Elaser hat 400 und Elaser hat auch keine Mineralien mehr. Und sein Mining ist auch zusammengeklappt. Ohne die Basis, sieht es da ziemlich düster aus, was das mit dem Mining betrifft. Also er lebt da auch nur noch von Resten. Hat zwar gar nicht so viele Drones. Und jetzt sind als nächstes die Lurker völlig ohne Unterstützung. Werden die auch noch einfach zerfetzt und Seville einfach im Late-Game-Management immer noch eine absolute Maschine. Da macht ihm niemand was vor. Hat immer den Blick drauf, wo er sein muss. Und Kosteneffizienz ist bei ihm wirklich beachtlich. Am Ende hat er genau diese 7000 mehr gehalten. Also dass sein Gegner 7000, nee, sind 7000 mehr, die er verloren hat. Das hat er eigentlich über die ganze Zeit über gehalten. Und er hat zudem noch mehr gesammelt. Also hat sich da wirklich in einer soliden Position gehalten. Wir hatten 5 zu 14 Vipern, fast dreimal so viele Vipern, die gesniped wurden. Auch mehr Lurker verloren, mehr Roaches verloren, mehr Hydras verloren. Elaser hat von quasi allem mehr verloren fast. Gibt es irgendwas, wo er weniger verloren hat? Er hat weniger Queens verloren, 1 zu 2. Er hat weniger Overseer verloren. Und er hat weniger Overlords verloren. Okay, da tatsächlich sind ein paar Sachen drin. Tatsächlich auch ein Hedge-Snipe mehr insgesamt, aber die Hedge-Snipes waren halt wichtiger. Und somit hat Seville die 1-0-Führung. Mal sehen, was der Plan für die zweite Karte wird. Die sind Sophicate. Trotzdem, beide gehen auf den Overlord, auf weitere Drones. Und das wird dann Hedge-First für beide Spieler, wie es hier den Anschein macht. Ja, da kommen die Hatcheries, kommen auch zeitgleich. So, da sind wir wieder mal gespiegelt unterwegs. Und der Late Game hat nicht so wirklich funktioniert für Laser. Also beide haben das einfach weiter und weiter gecarried. Hatten im Midgame gar nicht so das Interesse, gegeneinander zu fighten. Aber als es dann ins Late Game ging, wirklich die Viper-Situation, Seville hat sich halt immer besser präsentiert mit den Moves, die er da gemacht hat. Ne, Laser hat es hier und da auch schon auch versucht, durch die Verteidigung durchzubrennen. Er hat auch eine Base rausgenommen, eine wichtige Mining Base, sogar zwei wichtige Mining Bases mit Sam Jones. Das war, glaube ich, so sein bester Erfolg in der Karte, aber am Ende war das halt nicht genug, weil er selber wurde auch mehr kaputt gemacht und konnte sich das dann schneller nicht leisten. Service Reserve hat dann auch ein bisschen gelitten an Ressourcen, aber er hatte halt noch eine Reserve. Elaser war da schon komplett auf Null und hat von dem gelebt, was gerade frisch reinkommt. Beide gehen auf Linkspeed. Es kommen die Queens, es sind ein paar Linge unterwegs und eine dritte Basis sollte im Normalfall auch folgen. Das heißt, der nächste Entscheidungspunkt ist mit Linkspeed. Schnappe ich mir das Timing und greife damit den Gegner an. Das könnte da oder wird da wahrscheinlich auch noch folgen. So, da kommt diese Knabberei mit zwei Lingen auf der Hatchery. Wenn man das lang genug zulässt, gibt das auch Probleme. Aber zwei Linge sind bereits da, um sich drum zu kümmern. Ja, Bailiness kommt bei beiden Spielern. Linkfight läuft. Bisschen Vorteil kurz gehabt mit dem Damage, aber am Ende gibt es bisher noch keinen Kill. Die Hatch hingegen hat keinen Schaden abbekommen. Für die Hatch war es jetzt auch nicht so viel, dass es groß signifikant sein sollte. Also ja, Linkspeed als nächstes Thema. Die Injects, die nächsten werden gestartet. Ein paar sind gerade durchgekommen und Entscheidung ist, ein paar Linge zu bauen bei Seville. Aber 8 Stück ist noch nicht die Welt. Linkspeed in 10 Sekunden. Bailiness dann auch mit dazu. Mal sehen, wie lange der Link-Knopf noch gedrückt wird oder wie oft er gedrückt wird. Dazwischen drin ein paar Drones wird noch mit reingequetscht, aber Linkmasse wird eben auch mehr. 12 zu 4. Aber es wird noch ein bisschen hochgebaut. Die beiden Linge treffen jetzt auch genau darauf, dass der Gegner einiges an Circling unterwegs hat. Roach von wird direkt nachgesetzt von Seville. Also er schickt mal eine Welle los, um die dritte zu belagern. Und versucht dann auf Roaches zu wechseln. 9 zu 12 Linge, aber man hat die Queen noch defensiv. Beninge gibt es da keine Defensiven. Es gibt offensive Beninge, die irgendwann angewartet kommen. Normalfall zwei sind auf jeden Fall da. Da kommt jetzt ein Defensiv. Baning mit dazu, da ist die beiden Offensiv-Baninge, die sind, eine reicht nicht, eine reicht nur für Damage, aber nicht für Kills und damit sind die Drones angeschlagen, aber sie leben. Parallel hat Seville den Link-Fight nicht gewonnen, hat da mehr Linge verloren, hat mehr Linge gekillt, Entschuldigung, falsch rumgerechnet, aber trotzdem lief das nicht gut. Jetzt kriegt er den Konter tatsächlich, ab 20 zu 5 Linge sitzen, die Roaches sind noch nicht bereit, der Roach-Fond ist noch nicht fertig. Also aktuell muss Seville weiter mit eigenen Lingen, eigenen Baningen verteidigen, aber er hat gerade keine Baninge. Die morpht er gerade. Fleht jetzt eine Queen. Baning kommt von der Seite. Versuchen sie jetzt selber zu den Drones durch. Dabei, nein, die nehmen richtig viele Dinge raus, die als Reinforcement kamen. Die Drones auch ein bisschen in Gefahr. Die nächste Queen wird gefressen. Alle drei Queens sind. Das sieht für Seville katastrophal auf. Das hat sich ja komplett gegen ihn gedreht. Der Counterattack, mit dem hat er nicht gerechnet. Versucht seine Drones zu safen an der Natural, aber das sieht richtig übel aus. Jetzt sind die Roaches zwar da, aber die Economy hat auch schon sehr große Einbußen genommen. 21 zu 37 Workers sind das gerade.
Und man kann den dritten auch noch kurz vorbeischauen. Da ist auch noch eine Drone, die man mitnehmen kann. Das wäre Kill Nummer 18. Ne, die Drone versucht sich hier in Sicherheit zu bringen. Die Linie rennen nochmal mitten durch. Die wollen da mehr. Aber 21 zu 36. Klar, der Gegner hat jetzt Roaches. Das weiß Laser auch. Aber er hat halt richtig viel Schaden. Feier doch alle drei Queens mitgenommen. Das heißt, da ist nichts mit Injects los. Da ist der Larvenhaushalt komplett auf Minimum gefahren. Da sind auch kaum welche da. Das heißt, auch das Nachtrauen dieser Drones ist mega schwierig, weil man halt einfach nicht die Larven zur Verfügung hat, um das schnell zu machen. Das wird Seven noch eine ganze Weile ausbremsen. Er kriegt den nächsten Counter-Attack ab, die nächsten Linges und die Roaches wollten eigentlich selber raus auf die Map, aber es sind viel zu langsam. Klar, Speed-Upgrade lässt er lange auf sich warten. Baning ist hier noch nicht fertig für die weitere Verteidigung. Wieder sind die Drones in Gefahr. Einige Linge blocken, die anderen Linge fighten und die Drones sind das Ziel. Noch mehr Drones werden gefressen. Seven hat da keinen Bock mehr drauf, hat sich da selber ein bisschen verschätzt. Sein Angriff wird abgewehrt und den Konter, der überrascht ihn ein bisschen. Hat nicht rechtzeitig die Defensive dieses Mal da und damit macht die Laser einen relativ schnellen Ausgleich. Gerade mal 5 Minuten für dieses Game. Aber das sind eben die Moves im ZVZ. Die Laser hat tatsächlich nur Linge verloren. Keine einzige Drone und hat selber halt massenhaft Drones gekillt, warum Sarah hier eben nicht mehr mithalten konnte. Weiter geht's auf Hardlad und da stammen sich beide auch wieder die Hatchery First. Also keine frühe Aggression mitten im Pool, sondern weiter auf die zweite Basis. Aber man sieht, das kann recht schnell eskalieren mit der zweiten Basis. Alles, was man braucht, ist Linkspeed und ab da sind wirklich massive Angriffe möglich. Und da kriegen wir den Spawning Pool. Die Timings werden sich weiterhin gleichen von den beiden. Mining-Unterschied ist auch nicht wirklich groß. Das war jetzt ein bisschen später mit dem Vespingas tatsächlich. Da hat die Laser früher angefangen, weil das Navier eine Einheit bei der die Tarnung nicht so ganz funktioniert. So, Overlord fliegt aber einfach weiter. Eben mit den 100 Vespingas gibt es dann das Speed Upgrade. Und dann noch eine dritte Hatch mit oben drauf. Queens werden gebaut. Und linge-technisch jeweils zwei Linge werden gesetzt. Bisschen der Timing-Vorteil hier für Elaser, aber ist jetzt nichts Großartiges. Und dann schickt man die Linge raus, um die gegnerische dritte Basis ein bisschen anzuknabbern. Wenn das man auf das Upgrade wartet und auf die Injects, dass man genügend Larven zur Verfügung hat, um vernünftig was zu bauen. Der Verlust der Queens für Seville hat auch dann richtig bitter in der vorigen Map. Da geht das Knabbern los und zwar auf beiden Seiten. Seville hat nochmal Linge am Start, um diese beiden schon mal loszuwerden. Hat in dem Fall nicht ganz funktioniert. Wartet auf weitere Unterstützung. Oder einfach, er braucht einen guten Punkt, um zu fighten. Damit er mit besseren Hitpoints da loslegen kann. Mit seinen Dingen. Schaden ist gerade verteilt. Das heißt aber auch quasi doppelte Regeneration. Von den gemachten Damage. Wenn das sind die Linge hier kämpfen gegeneinander. Linkspeed ist ein bisschen schneller für Elaser. Und er kann da wahrscheinlich diesen einen Link fressen. Er kriegt ihn sogar jetzt schon. Der andere kann nochmal weglaufen. Linkspeed ist jetzt fertig. 10 Sekunden sind es tatsächlich. Also ein paar Angreife gibt es dafür. Und man sieht. Ja, das kostet einen weiteren Link. Sind trotzdem noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Und auch die Dinge leiden darunter. Also sieht man, das Timing macht einiges aus. Savile also in der Defensive, baut weitere Linge. 26 Linge aber unterwegs zu ihm. Dafür keine Baninge mit dabei. Elaser setzt rein auf einen Linkangriff. Versucht sich damit durchzubeißen. Die dritte hat Schaden bekommen, lebt aber noch. Kann momentan noch gecancelt werden. Theoretisch, die Queens kriegen ein bisschen Ärger, aber mit defensiven Baningen kann Elaser jetzt eigentlich nicht mehr so viel machen. Hier geht auf einen Roach One und auf mehr Drones. Wir sind jetzt bei 28 zu 24. Auch noch Savile droned weiter nach. Konnte die Basis halten. Verluste tatsächlich gleich auf 125 zu 125. Jetzt gibt es hier einen kleinen Besuch von zwei Dingen. Wir sehen, dass die dritte noch nicht wirklich läuft. Gut, zu diesem Zeitpunkt ist auch nicht megamäßig überraschend. Dass die dritte mehr ein Larvengenerator, dass man einfach noch mehr bauen kann. Und wird dann später in Betrieb genommen. Beide gehen dann auf die Roaches. Die Linge warten aber noch auf ihren Einsatz. Also die Linge in Blau, die stehen nämlich vor der Natural. Savile wandert da gerade rüber. Und das will die Laser ausnutzen. Er geht jetzt rein in die Natural. Surroundet einmal die Queen, setzt Linge ab, um den Baning loszuwerden. Wird den Baning auch los. Die Queen ist fast down. Die Queen wird gefressen. Die Linge battlen sich hier immer noch. Roachmon ist nicht fertig. Das heißt, man kann keine nachlassen. Die Drones fighten jetzt kurz mit. Wie viel kostet das? Die ersten zwei Drones gehen dabei drauf. 35 zu 34 Work, aber es kostet auch die ganzen Linge, die Laser da noch hatte. Zumindest den Großteil davon. Ein Teil hat er noch hier zu Hause und jetzt wird auf Roaches gewechselt, nochmal ein paar Drones reingedrückt. Hat natürlich eine Queen gekostet, also auch da wieder der Inject wird fehlen. Also man hat nur die drei Queens, also man geht da auf Minimalprinzip. Es ist nicht so wie gegen Terraner oder gegen Protoss, wo man mal als Circle Easy 6 bis 8 Queens rumstehen hat. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man eine fällt. ZVZ hat man nur die drei. Das heißt, jeder Verlust muss kompensiert werden und das kostet Zeit, es kostet Larven quasi. Wir haben jetzt 45 Drones bei Laser. Army Supply ist er gleich auf. Army Komposition ist 5 Roaches zu 3, 17 Linge zu 22. Dafür hat hier Savile noch 2 Baninge dabei, die Laser nicht dazu holen kann. Der geht stattdessen auf den Leertech und dann auf den Evolution Chamber für Savile zuerst die Evo und dann der Leer. Aber beides ist unterwegs. Ja, Drones gab es immer noch ein paar mehr. 50er Worker Count nähert sich. Und jetzt ist Savile derjenige, der da versucht anzugreifen. Also hier ist kein Overlord von die Laser. Er sieht diesen Eingang gar nicht in seine Base.
Ja, generell, vor seiner Basis ist ziemlich dunkel, Claude. Hat da nicht so viel Infos. Ja, zwei Dinge versus die Queen wird nicht funktionieren. Wenn das hier draußen die Banning ist und die Angsteinheit. Der Ling läuft weiter. In der Mainbase wartet den Roach, wartet eine Queen-Thema erledigt. Der Ling ist down. Mehr Drones werden aufs Feld gesetzt und wir nähern uns dem 60er Worker-Code. Das heißt, die drei Basen können mal voll genutzt werden. Und mit dem Leertag kommt dann auch das Roach-Speed-Upgrade. Overlord-Speed wird gestartet. Also eine Phase weiter im Game. Tech-Stufe 2 wird erreicht. Und kleiner Vorteil Elaser in dieser Situation. Aber es ist jetzt nicht riesig. Da kann ein schlechter Fight das doch noch ziemlich schnell drehen. Versucht da immer noch hier und da weitere Drones anzusetzen. Man sieht das auch bei Sabel 8 weitere Drones unterwegs. Bei Elaser sind es gerade noch 3 weitere. Also wir nähern uns den 70 Drones. Overlords vor den Eingängen der gegnerischen Basis. Da kommt ein Overlord mit dazu, der umgemorpht wird zum Drop-Overlord. Also Elaser möchte wieder mal ein paar Roaches droppen. Mit Overlord Speed geht das so ein bisschen schneller. Drone für Basis Nummer 4. Da wird eingeladen und da drüben gibt es den Baning-Besuch. Und da Elaser schaut spät, aber er schaut und kann damit zumindest den Schaden ein bisschen reduzieren. 4 Kills hier dabei kassiert. Hätte schlimmer kommen können tatsächlich. Damit ist er genau diese 4 Worker gerade hinten. 67 zu 63. Sein eigener Drop bringt sich jetzt erst noch in Position. Die Drone ist noch immer keine Hedge geworden. Noch keine vierte Basis bisher. Der Overseer leidet ein bisschen. Lebt aber noch. Die Roaches wandern hier in Masse durch die Gegend. Und ja, Missile Attacks und Roach Speed kommt auf beiden Seiten. Vierte Basis kommt bei Elaser. Und der Drop, der kommt gleich in der Mainbase an. Und da ist keine, da ist bei Savile auch keine weitere Vision. Also hier unten sieht er gar nichts. Das heißt, diese Roaches können problemlos ausgeladen werden. Roach Speed in 10 Sekunden, dann stürmen die hier rein. Eigene Linie stehen da unten, die eigenen Roaches stehen hier draußen, werden selber gerade verladen. Jetzt kommt der Drop an und der ist eine Überraschung. Das wird nochmal eine Queen kosten. Man hat ja eine Queen nachgebaut und der Overlord kann natürlich noch weiter die Roaches retten. Wenn es wirklich gefährlich wird und die per Luftpost evakuieren, weil die Queen ist ja keine mehr da. Das heißt, Antia ist nicht da. Drei Drones bisher gesnappt. Sie wollen irgendeine Drone bestimmt. Da war gerade Fokusfeuer mit an. Darum sind sie einer hinterhergelaufen. Konnten nicht so gut fighten. Der Rest der Truppe geht auch nach vorne und die vierte Basis kriegt direkt Algor Corrosive Bias mit drauf. Die Roaches gehen in den Kampf. Noch mehr Roaches kommen jetzt angelaufen. Sind bei 26 zu 29 Roaches, aber 5 Ravage mit dabei für Elaser. Parallel gibt es den Counter hier mit den Lingen. Die fressen sich auch durch eine Queen durch. Aber eigene Linge werden das verteidigen. In der Mainbase ist noch der Roach-Drop jetzt in Rot. Und währenddessen der Roadstop hier in Blau, der wurde mehr und mehr zurückgeschlagen. Dafür aber die vierte Basis ist gebrochen, die dritte wird gepusht. Die Laser drückt sich weiter nach vorne zu Hause, gibt es aber Schwierigkeiten. Die Linie versucht das in den Griff zu kriegen. Hier vorne wird es von zwei Seiten angerannt, seine Armee soll zerrissen werden. Und reicht das, was Seven hier hat? Es sieht danach aus, als ob er sich hier durchsetzen kann. Er kann die Armee kleiner und kleiner kotzen. Und am Ende muss sich Elaser einmal neu formieren. Ein paar Reinforcements kommen noch mit dazu, aber das ist, glaube ich, gerade nicht genug weitere Roaches unterwegs. Die Roaches leben immer noch. Diese Roaches konnten sich durch die ganzen Dinge durchsetzen. Das ist gerade für Elaser das große Problem. Das kostet ihn mehr und mehr Drones. Das kostet ihn wieder Zeit in der Mainbase. Und das kostet ihn auch Einheiten, wie man sieht. Da mussten Roaches jetzt abgestellt werden für die Verteidigung. Die haben dann entsprechend vorne gefehlt für den Angriff. Er hat selber eine vierte, das hilft. Er hat nur noch zwei Queens, aber Elaser auch. Savile auch. Beide haben die Queens verloren. Worker Damage 62 zu 57, da hat Elaser jetzt ein bisschen mehr kassiert. Missile Attacks 2 hat Savile auch das bessere Timing, er geht auch auf Burrow und Tunneling Claws, wenn das ein Carapace kommt bei Elaser. Und die Ravagers sollen genutzt werden, um Overlords zu erwischen, aber das ist mit Speed Upgrade gar nicht mal so einfach. Vor allem der klebt an den eigenen Einheiten, das heißt, nein, ja okay, jetzt patrouilliert er sogar. Also man muss das trotzdem in die Bewegung schießen. Und da wieder mal Contamination eingesetzt von Savile, um Upgrade zu blocken, dass das Carapace Upgrade, das ausgebremst wird. Overseer dafür lebt sehr, sehr gefährlich. 20 Hitpoints hat er noch. Vierte Basis von Savile muss halt erst noch fertig werden. Also von der profitiert er bisher nicht. Und damit konnte sich Elaser Mining Technisch auch wieder stabilisieren. Den Nachteil wieder aufholen, hat jetzt zuerst die fünfte Basis, die vierte im Einsatz. Mal sehen, ob wir da bald eine fünfte mit dazu kriegen. Roach Masse erhöht sich. Max Out steht bevor. Für Elaser fehlen noch ein paar Overlords, aber nicht wirklich viel. Zwei weitere Rovis kommen da auch. Es gibt ihm 16 mehr Supply und dann sollte er bei 200 sein. Genau zum 100. Und dann kann er das Supply füllen. Wenn das für Savile Tunneling Claws braucht, noch einen Augenblick. Oben gibt es Besuch von dem Overseer. Da fliegt sehr viel durch die Gegend. Wir haben ein paar Overlords, die da hier und da durch die Gegend cruisen. Roaches, die an einem Overlord kleben, ist auch ziemlich geil. Schauen da fasziniert zu, wie der Overlord fliegen kann. Klar, dass das die Roaches interessiert, die würden auch gerne fliegen können. Und da treffen eventuell die großen Armeen aufeinander. Beides Maxed Out Bank ist ähnlich. Upgrade-Situation ist auch ähnlich. Tunneling Claws ist jetzt da bei Savile. Burrow hat er. Burrow hingegen kein Thema für Elaser dieses Mal. Für Elaser das 2-1 dauert auch noch. Savile wird jetzt ein Upgrade vor. Und er findet hier ein paar Ravager tatsächlich hier draußen. Und er wird auch zuerst das Missile Attacks 2 haben.
Die Corrosive Pies werden nochmal gedodged. Oben der Fight läuft ebenfalls. Also hier an zwei Fronten ist man am Rumkotzen mit den Roaches und den Ravagern. Wer kann sich wo durchsetzen? Laser kann das mit dem Reinforcement hier ein bisschen stabilisieren. Oben den Kampf verliert allerdings. Muss sich da zurückziehen. Die Truppe tatsächlich von Seville hält sich auch noch sehr, sehr gut. Und er hat einen weiteren Angriff reingebracht. Wieder ein Drop Overlord in der Mainbase. Bremst hier ein paar Drones aus. Bremst ein paar Roaches aus. Laser jetzt hier Verteidigung an seiner neuen Basis. Und da sieht es gar nicht so gut aus für ihn. Er hat jetzt gerade Roaches nachbekommen. Aber er braucht auf jeden Fall die Reinforcements. Im Supply insgesamt ist er deutlich zurückgefallen. Und Seville kann sich die Hedge hier vornehmen. Er hat gerade den Zeitpunkt dafür, kotzt da Hitpoints runter. Die Ravager werden direkt gefokust. Man sieht, dass 2-1 kommt für Laser, aber er hat es halt noch nicht. Er kämpft immer noch mit dem Upgrade-Nachteil. In 5 Sekunden ist es ein Upgrade-Vorteil, den er gleich hat. Aber weil das Carapace nicht so viel ausmacht, währenddessen leidet er aber mehr und mehr. Und er sagt sich, dass er das nicht retten kann. Ich meine, wir sehen im Supply, wir sind bei 198 zu 135. Für Seville ist einfach noch nicht die Gesamtmasse da, aber die ist, wäre unterwegs, wir sind bei 39 zu 25 Roaches. Zudem hat Seville noch 7 Ravager, die Laser überhaupt nicht hat. Also da kann er dann schon das GG werfen. Für Seville kommt auch schon eine 5. Basis, weil die Laser hat gerade Schwierigkeiten, seine 4. am Leben zu halten. Und somit, ja, das eskaliert im Roachfight, in dem sich Seville deutlich besser hält. 8 zu 12.000 Resources lost hatten wir hier am Ende. Ja, der Drop hier in der Mainbase hat abgelenkt und die Fights auseinandergeteilt liefen dann nicht gut genug für Laser, dass jetzt Seville Matchball hat. Solaris ist unsere nächste Karte. Kann Elaser nochmal ausgleichen? Das ist jetzt sein Ziel, seine Tagesordnung, was er schaffen muss. Ich meine, er konnte Seville schon mal eine Map abnehmen. Das ist bisher noch keinem anderen in dem Turnier gelungen. Elaser hat die erste Map-Niederlage für Seville hier erbracht, aber kann er eine zweite draufsetzen? Kann er das buchstäblich verdoppeln? Es kommt auf jeden Fall hier wieder die Hedge first. Ganz entspannter Start. Keiner hat Bock auf einen frühen Spawning-Pool. Und dann kommen die normalen Spawning-Pools mit dazu. Vespingas mit oben drauf. Linkspeed, dritte Basis, wie wir das bisher eben gesehen haben. Währenddessen die Overlords eben hier entspannt in Position fliegen. Darum klebe ich an dem ein bisschen. Muss man sich nicht bewegen. Muss ich nicht mit der Maus durch die Gegend klicken, sondern einfach gechillt dem Overlord folgen. Und das Spiel währenddessen auf doppelter Geschwindigkeit laufen haben. So, dann mit der neuen Basis, mit dem Spawning-Pool die ersten Linge und die beiden Queens werden produziert. Und dann mit den 100 Vespingas geht es dann auch in den Metabolic Boost, in das Geschwindigkeitsupgrade für die Säuglinge. Und die laufen dann auch sofort rüber zum Gegner und versuchen da mal zumindest ein bisschen zu nerven. Da treffen sie sogar mal kurz in der Mitte. Das passiert nicht oft, dass sie sich in der Mitte treffen irgendwie. Die laufen meistens außen aneinander vorbei. Die dritte wird eben besucht vom jeweiligen Gegner. Baningness kommt auch mit oben drauf. Nutzt jemand sein Linkspeed-Timing für einen Angriff? Nächster Entscheidungsfaktor. Hatchery wird noch ein bisschen angeknabbert, da kitet man noch ein bisschen drumherum. Die Linge wollen das verteidigen. Ein bisschen Damage hat sich da auch schon gesammelt. Das hier werden auch die Linge verfolgt, man hat genügend da. Gut, ist auch noch nicht, es ist noch nicht viel los in Lingmas. Es sind 4 zu 4 Linge. Und jetzt werden aber ein paar mehr noch gebaut, 6 zu 6. Das wird einfach erhöht auf 10. Baut jemand nochmal mehr? Elaser baut einen Satz mehr. Speed-Upgrade ist beim Ticken schneller, aber das sollte nicht reichen für den Kill. Macht auf jeden Fall weiteren Damage, das heißt, die Linge müssen weiterhin fliehen. Und jetzt Lingmasse ist bei 6 zu 12, aber das Spawn ist erst noch die ganze für Elaser. Das heißt, wir landen bei 12 zu 8. Und die Linge kommen sogar noch in die Mainbase rein, werden aber weiter hier verfolgt. Versuchen da ihr Bestes, um zu scouten zumindest. Damage ist nicht wirklich drin, treffen auf 3 Linge. Das ist dann zu viel. Also den Fight gewinnen sie das so oder so nicht. Vor allem die Queen spuckt noch mit rein. Roach One unterwegs für Seville. Linge unterwegs für Elaser. Also es ist mal wieder soweit. Der Ling-Angriff kommt rüber. Und Seville muss mit den Roaches erstmal noch warten. Er hat sie noch nicht. Aber er hat Baninge dieses Mal defensiv. 22 Linge sind auf dem Feld. Die dritte wird so das Hauptziel sein. Das kann man am leichtesten angreifen. Oder wenn man eine Queen draußen erwischt auf dem Feld. Die Queens stehen gerade recht gut geblockt von den Baningen. So, an der dritten Basis eine Drone fällt. Die Linge battlen sie ein bisschen. Offensive Baning ist noch mit am Schatten. Danach gibt es eine riesen Drone-Runde für Laser. Er sagt sich jetzt schon, nee, da komme ich nicht durch. Das lohnt sich nicht. Wird Zeit zu dronen. Und den Roachhorn müsste auch gesehen haben. Ja, den Roachhorn hat er im Normalfall gesehen, der da im Bau war. Und eigener Roachhorn folgt, eigener Leertag folgt. Also, so schnell hat sich die Ding-Phase dann auch beendet. Aber man kann sie später noch für Runbys verwenden. Gerade zur Zeit Baninge, die random reinlaufen, könnten schon eklig werden. Wenn da richtig viele Punkte auf der Karte sind. Der hätte fast eine große Connection geschafft, dieser Baning. Hatte große Träume, hat es am Ende nicht ganz geschafft. Die anderen Baning haben auch große Träume. Die in Rot, aber auch die kommen nicht zu ihrer gewollten Explosion. Leertag und Roach von baut noch ein bisschen, da ein Baning schon mal weniger. Aktuelle Baning-Situation ist ein 2 zu 3. Gott, das ist immer... Sofort geht der Pulsenschlag höher, wenn die Baning jetzt ja nah an Linge rankommen. Sehr unangenehmer Moment, kann man da sagen.
Aber solange nicht explodiert, ist nichts so schlimm. Und jetzt schiebt auch seine Roaches mit nach vorne. Er macht einen koordinierten Angriff, kriegt aber entsprechend auch einen Konter ab. Drei Drones gehen drauf, die Dinge. Also der Banning klärt den Rest. Wie sieht es an der dritten von Elias aus? Seine Linie wird auch weggefarmt. Der Banning kann er stoppen, bevor er die Drones mitnimmt. Aber es sind noch weitere Banninge da. Die Netzschwelle ist auch in Gefahr. Wie schlimm wird das jetzt hier? Die Drones werden weggesprengt. 8 Drones sind down. Die Linie werden von den Drones und einer Roach bekämpft. Aber die Basis ist erstmal offen und verwundbar. Aktuell hat Elias sogar noch mehr Drones, trotz der Verluste. Er hat 11 verloren, hat 42 zu 42. Jetzt ist Gleichstand. Aber er hat halt quasi deutlich mehr vor diesem Angriff, aber es war halt quasi zu viel Economy und nicht genügend Armee. Die Frage ist, überlebt er das jetzt überhaupt? Da kommen seine eigenen Roaches. Das müsste reichen für eine Stabilisierung der Situation. Kann nochmal eine Roach des Gegners mitnehmen. Aber am Ende hat er eben sehr viel Economy verloren. Ist in die Economy jetzt hinten. 13 Drones sind draufgegangen. Also er war bei 53 und ist es runtergedroppt auf 40 und baut nochmal ein paar weitere Linie, versuchen den Run bei. Ein paar Roaches sind hier, aber die Roaches sind nicht genug. Die Drones gehen auch hier mit in den Kampf, um das zu retten. Die anderen Einheiten kommen mit zurück. Die Linie versuchen sich durchzufressen. Kriegen die Queen, kriegen die Roach 1, die Roach 2 wird nochmal zum Ravager. Die Drones halten da überraschend gut durch. Die Roaches haben da den ganzen Schaden abgetankt. Und die Linie sind jetzt weniger und weniger, sollten nicht mehr so viel erreichen, sind auch schon mega angeschlagen. Ja, der Kampf endet tödlich für die gesamten Linien rot. Und Sabe muss jetzt ein bisschen noch auf einen Konter gefasst machen. Wir haben 16 zu 9 Roaches, gutes Bildverhältnis auf dem Feld. Doch 3 Ravager aber mit dabei für Elaser. Und dann 14 Dinge hat er sogar noch mit dabei. Also seine Armee ist ein gutes Stück größer, immer noch. Und er schiebt das alles nach vorne. Der Overlord hier ist einfach nur Beschäftigungstherapie für die Queen. Da sollen Spinecaller folgen, aber die Spinecaller ist noch lange nicht fertig. Und der Angriff ist schon hier. Also jetzt muss Savile um seine Verteidigung gehen. Er hat selber 52 Drones. Er muss aufpassen, dass er die nicht verliert. Der Static Defense kassiert sofort. Die Reinforcements werden auch abgefangen. Die Banninge landen irgendwo um nirgendwo. Da kommen jetzt eigene Banninge mit dazu. Spinecaller werden sofort gesprengt. Die dritte Basis hat jetzt die Schwierigkeiten. Reinforcements kommen nochmal nach. Die Banninge werden gecancelt. Zwei gehen noch in die Static Defense. Der Spinecaller ist auch dann die Drones fighten jetzt hier mit, aber da geht es auch direkt gegen die Worker des Gegners. 7 Drones bereits gekillt, die Roach Ravager Truppe soll zerstört werden, Corrosive Bites werden ausgewichen, der Ravager wird nochmal gefokust, einer ist jetzt noch auf dem Feld an Ravager und bisher die 7 Drones, die gesniped wurden, scheint alles zu sein. Die Armee wird immer kleiner und da wird der Angriff von Elaser aufgehalten. Ein paar Linge rennen nochmal nach, aber es sind normalerweise genügend Roaches hier, um das zu stoppen. Landen wir bei 39 zu 45 Workers. Auch Savile's Economy hat gelitten. Er nimmt noch ein paar, die Laser nimmt noch ein paar Einheiten mit, aber Drones erwischt er keine mehr. Mining-Vorteil ist also immer noch ein Thema für Savile. Die nur ein bisschen Infrastruktur gekostet. Tatsächlich gleiche Resources lost quasi. 5900 zu 5900. Nach diesen 7 Minuten. Heftige Schlacht. Elaser, er hat Schaden gemacht. Ist es genug gewesen? Mitten in der nächsten Drone-Runde steht er zumindest nicht so schlecht da. Dafür ist es im Army-Supply wieder hinten. Da musst du halt aufpassen. Aber es kommt gerade kein weiterer Counter-Attack von Savile rüber, der da direkt Probleme machen könnte. Stattdessen werden die Dinge nochmal kurz reingeschickt. Die sind vielleicht genügend für ein, zwei Drones. Eine Drone haben sie erwischt. Dafür opfern wir mal ein paar Linge. Währenddessen der Ling Runby möchte auch noch irgendwas machen. Hält sich da zumindest bereit für einen Angriff auf die dritte. Die Roaches waren da gerade weggezogen. Das heißt, vielleicht ein, zwei Drones. Ne, die Linge sind auch noch da. Und Elaser sagt sich, nee, das wird nix. Und beide gehen jetzt auf den Leertag. Der wurde einmal gecancelt, als eben die ganze andere Action lief. Als man noch auf dem Hatchery-Tag gefightet hat. Beide dann aber recht ähnlich im Leertag. Und dann kommt die Spire-Option für Elaser. Also wir kriegen tatsächlich Mutas. Vespinkas an der dritten. Er wird gerade genommen dafür, dass er eben genügend reinbekommt. Und muss jetzt gucken, dass er das quasi möglichst lange versteckt, dass sich Savile nicht darauf vorbereiten kann. Nein, Savile, da ist nichts mit vorbereiten. Savile geht selber auf einen Spire. Also er wird das einfach kontern. Aber sein Timing ist ein bisschen später. Ist die Frage, ob wir dann eventuell Mutas vs. Corruptor noch kriegen. Der Speedgas kommt. Und ja, wir kriegen auf beiden da auch Missile Attacks und Roach Speed. Also es sind nicht nur Mutas, es wird auch anderweitig investiert mit dem Speedgas. Der Roach Attack soll nicht vernachlässigt werden. Ist auch die Frage, wie viele Mutalisten kriegen wir da am Ende. Einfach nur so 5-6 Stück für Map Control oder vielleicht ein bisschen mehr. Kommt auch ein bisschen drauf an, ob man merkt, okay, hier kann ich mehr Damage machen, da geht noch was. Währenddessen die Linge bekriegen sich, da kommt Basis Nummer 4. Und 63 zu 59 Workers, ja, man sieht das, da war das Tal, wo sein Mining schlechter war, hat das tatsächlich wieder gut aufgefangen, muss man sagen. Und ist jetzt eigentlich mehr oder weniger dran an der Position von Savile. Eigene vierte Basis kommt ein bisschen später, Bonus Vespingas hilft, wenn man Mutas bauen möchte, Spire ist gleich fertig und 700 Vespingas ist da. Also das kann einen vollen Satz Mutas erstmal geben. Spire wurde jetzt auch gescoutet mit dem Changeling, 8 Mutas unterwegs, kein plus 1 Attack allerdings. Mal gespannt, wie Savile jetzt drauf reagiert. Er hat den Spire gesehen, er weiß, der ist schneller als sein eigener. Und er reagiert sofort mit Corruptern. Also er will die Mutas kontern. Im direkten Fight sind die Corruptor deutlich stärker. Problem ist halt, die Mutas sind schneller. Also mal gespannt, das wird Savile, denke ich, ein bisschen in die Defensive zwingen.
Und da kommt sogar das Flyer Carapace mit dazu. Also Savile erwartet da ordentlich was an Fights. Ich meine, das blockt dann nochmal mehr Schaden. Da geht es auch den Overlords dann ein bisschen besser, wenn das Upgrade durchkommen sollte. Aber das wird noch dauern. Und der erste Overlord, der leidet schon mal. Die haben kein Speed-Upgrade. Elaser legt da auch schon Roaches nach. Also man sieht, es sind einfach die Mutas, die ihm jetzt Map-Control sichern sollen, die ein paar Overlords mitnehmen. Savile spielt dann deutlich blinder auf der Map. Aber defensiv steht er stark mit den ganzen Roaches und den Corruptern. Sollte das halten. Er hat gleich viele Roaches wie sein Gegner aktuell. Upgrade-Situation ist gleich. Und hier kann man auch mit den Corruptern noch einen Overlord mitnehmen. Also zumindest ein paar Counterkills kann man setzen. Unten sind die Mutas, wollen sich durch die Queens durcharbeiten. Aber die Corruptor kommen dazu und die Mutas, wie gesagt, können nicht gegen die Corruptor bestehen. Die Queen wird immer von den Linien gefressen. Also nochmal die Queen, die stirbt. Die Roaches ballen sich währenddessen unnachgiebig. Immer noch gleiche Wand, die da aufeinander trifft. Cancel von den Ravager Morphs, damit man die Roaches weiter verwenden kann. Und Savile schafft es tatsächlich, Elaser ein bisschen zurückzudrängen. Die Corruptor kommen jetzt zurück. Mutas sind es immer noch 8 Stück und die sind gerade auch zu Hause angekommen. Bonus des Bingas wird gesammelt. 64 zu 63 Worker. Situation jetzt. Elaser ein bisschen vorne im Supply. Er hat ein paar mehr Roaches auch. Er hat noch Queens. Savile hat keine einzige Queen mehr. Das haben wir schon mal gesehen irgendwie in dieser Serie. Dass Savile die Queens ausgeben. Da sind ein paar Baninge reingekommen. Die laufen jetzt von der Main Base auf die Natural und sprengen 6 Drones weg. Nicht sicher, wie die hier gelandet sind und dann darunter den Weg gefunden haben, aber es hat funktioniert. Der Plan hat funktioniert. Kann man ihm nichts vorwerfen. Also Elaser setzt sich damit jetzt auch in den Worker ein bisschen ab. Für Elaser läuft das Game gerade richtig gut. Einzige Corruptor sind ein gewisser Sorgenpunkt. Die Corruptor kiten jetzt durch die Mutas durch. Es sind aber auch 14 Mutas jetzt offenbar. Also es wurden nochmal Mutas nachgelegt. Es werden noch mehr Mutas nachgelegt. Das wird tatsächlich noch ein Airfight. Problem ist, das Carapace kommt gleich mit. Also die Mutas können sich nach wie vor den direkten Fight überhaupt nicht leisten. Sie können alles andere angehen, was auf dem Land rumsteht. Aber die Lufteinheiten, die Corruptor, die bezwingen sie nicht so schnell. Savile bekommt noch das Plus 2 Mr. Dex, da sieht man jetzt, die Mutamasse wurde erhöht, entsprechend wird die Corruptor-Masse auch erhöht. Trotzdem, Corruptors sind schwierige Einheiten, weil ja, sie sind gegen Mutas, super, aber was machen sie dann sonst? Sie können mit Caustic Spray versuchen, Gebäude kaputt zu kotzen. Das ist deren einziger anderer Einsatzzweck. Gegen den Roach-Kampf können die nicht wirklich was tun. Die Mutas halten auch einfach mal drauf auf die Corruptor, versuchen zumindest. Jetzt gehen sie auf die Roaches und Ravager. Also man sieht das, die Bodeneinheiten kann man ein bisschen besser angreifen. Das Plus 1 Flyer-Weapons kommt dann auch noch mit dazu. Economy-technisch hatte Elaser eben mehr und das hat er viel investiert. Ist jetzt nämlich als erster auch im Max-Out. 194 Supply. Bisschen was fehlt noch, aber das ist kaum der Rede wert. Jetzt hier wird nochmal ein Overlord abgefangen, so gut zum Max-Out. Hat sich gerade nochmal ausgebremst, das Thema. Hier wird ein Overseer gefunden und prompt auch zerstört. 10 Sekunden bis zum Plus 1 Flyer-Attacks. Corruptor-Masse wächst und hier Roaches treffen aufeinander. Wie sieht die Roach-Situation aus? 29 zu 38, also mehr für Elaser. Und hat die Mutas noch mit dabei, die Zusatzschaden machen können. Die Corruptorsten keinen Zusatzschaden im Roach-Fight, sondern die wollen einfach nur diese Mutalisken loswerden. Und die Roaches werden das in Battle sich 20 zu 25. Upgrade-Situation ist aber plus 2 gegen plus 1. Also da ist ein Upgrade vorne. Aktuell ist die Masse aber das Problem. Er kommt gegen die Masse nicht wirklich durch. Die Mutas fliegen hinten auch auf die neue Basis. Auf die vierte und das könnte richtig übel werden für die Economy. Savile hält da vorne den Fight, aber hinten gibt es Erg an den Drones sofort 7 Stück verloren. Die Mutas sind einfach richtig massiv in der Offensive. Es hatten einfach nur Roaches nachgepumpt auf beiden Seiten. Aber ja, die Mutas wollen immer noch hier und da ein bisschen Damage machen. Es sind noch 15 Stück auf dem Feld und haben die Economy wieder ausgebremst. 50 zu 64 Worker und man sieht eben die Mutas. Irgendwann kommen sie da schon weg. Die Corruptors sind nicht schnell. Sie versuchen jetzt in die Ecke zu treiben, also dass die keine Fluchtmöglichkeit haben. Das bleiben wir mal kurz stehen. Die Corruptor auf Abfangkurs. Ein paar Angriffe kann man setzen. Wieder die Roach-Masse prallt aufeinander. Ein weiterer Versuch. Roaches versus Roaches. Aber Savile hat viel weniger zu diesem Zeitpunkt. Er hat Ravager mit dabei, aber die retten ihm den Fight auch nicht. Er muss aufpassen. Die Masse ist nicht mehr wirklich da und seine Economy ist ja auch schwächer und die Economy wird gleich nochmal ein bisschen leiden. Ja, die Queen erwischt das allererstes. Die Drones werden noch am Leben gelassen. Kurz, jetzt geht's auf die Drones und die Roaches pushen währenddessen auch weiter ran. Kann Elaser den Ausgleich erzwingen? Er kämpft auf jeden Fall drum. Er kämpft fleißig drum. Seine Mutas werden nochmal ein bisschen angegangen. Seine Roaches währenddessen rücken sich näher an die vierte ran. Savile kommt auch sein ganzes Reinforcement rein. Die Mutas schon mal vorbei, wollen die Ravage loswerden. Kriegen da den ersten und den zweiten, wie es aussieht. Die Roaches haben noch mal ein paar Drones eventuell. Nicht sicher, ob die Drones erwischt haben. Auf jeden Fall gab es einen weiteren Fight. Die Roaches battlen sich immer noch. Die Mutas werden jetzt von den Corruptern nach und nach zerrissen. 17 Corruptor, 10 Mutas. Problem ist halt für Savile wirklich, was macht er mit den Corruptern? Die sind halt jetzt auch ein Großteil seines Army-Supplies, aber die helfen ihm nicht gegen die Roaches, die da weiter anstürmen. Seine dritte hat Probleme, seine vierte ist schon überrannt worden. Die steht einfach nur noch als Hatchery da. Die Mutas schauen nochmal vorbei. Die Economy ist geschwächt. Elaser selber hat. Elaser hat so viele Overlords inzwischen verloren, dass er. Wo sind seine Overlords am Massenstamm? Hier sind sie am Massenstamm, weil die Corruptor diven über alles drüber. Das heißt, der Supply-Block des Todes wird gerade ausgepackt, indem man einfach alle Corruptor rausnimmt. Aber die Roaches sind trotzdem noch da und die Roaches gewinnen immer noch den Kampf gerade für Elaser.
Savils eigene Economy ist gefährdet. 37 Drones hat er noch. Das werden wahrscheinlich nochmal weniger werden. Und da kommt jetzt der Caustic Spray, um diese Gebäude loszuwerden. Also da wird jetzt Savile noch mit den Craptern nervig. Er macht, was er machen kann. Irgendwas muss er tun. Er baut es auf eigene Mutas, um irgendwie Verteidigung hier zu haben. Gegen diese Roaches. Aber seine dritte verliert er. Seine vierte wird wahrscheinlich auch verlieren. Wenn das, er hat den Leertech des Gegners gesniped. Also auch ein Hauptgebäude hier weniger. Nochmal ein Overlord mitgenommen. Gott, Elaser. Wirklich, es hört gar nicht auf mit dem Supply Block bei ihm. Er baut eine Hedge neu, er baut den Leertech neu, aber seine Roaches drücken sich näher ran. Evolution Chamber wird aufgekotzt, die Netchville soll noch leiden. Cell hat halt selber fast nichts mehr Infrastruktur. Man sieht ja, die zwei Basen sind zerstört. Die Netchville kriegt als nächstes Sage, die Drones sind nur noch 16 gegen 61. Laser kann nach wie vor nichts bauen, ist immer noch im Supply Bug. Er baut jetzt 6 Overlords. Die Crafter jagen da immer noch, die Mutas versuchen nach wie vor das zu stoppen. Die Mainbase wird jetzt aber auch noch abgeräumt, die Drones sind bereits geflohen. Also es ist ein richtig, richtig seltsames Game. Insgesamt würde ich die Situation für Laser trotzdem als besser bewerten, auch wenn da doch einige Probleme sind, die man lösen muss. Aber er hat 6-fachen Worker-Count. Das kann ich auch nicht oft sagen, dass jemand 6-mal so viele Worker hat wie sein Gegner. 60 zu 10. Aber ist tatsächlich hier der Fall. Problem ist für Laser jetzt auch, die Hedge-Fees waren langsam knapper. Er versucht mehr Spore-Follow zu setzen, damit er das gegen die Corrupt hat. Die Mutas fliegen ja noch vorbei. Tatsächlich ist jetzt Savile derjenige, der mit den Mutas spielt. 11 zu 5 und 15 Corrupt halt noch mit dabei. Also diese Corrupt ist jetzt wirklich so ein großer Teil des Supplies, das Savile gesamt besitzt. Ich meine, er hat 15 Corrupt, das heißt, es sind 30 Supplies. Das ist buchstäblich die Hälfte von allem, was Savile besitzt, sind Corruptor. Das ist schon Banane. Er hat 10 Drones. Hat jetzt gerade nochmal eine weitere Drone nachgebaut. Aber bis seine Economy wieder irgendwie läuft, das dauert Jahre. Wenn das hier nimmt, aber weit, er nimmt noch mehr Overlords raus. Und Elaze ist bei 71 Supply. Er hat jetzt aber 6 Borgholler angesetzt. Also es sind überall ein paar Borgholler da. Und die Corruptor haben dagegen nicht wirklich Bock. Die Mainbase wird dafür ein bisschen leer gelassen. Die neue Basis wird angegriffen. Die neueste Basis, die hat ja auch schon mal gelebt. Die wurde dann auch zerstört. Kriegt da irgendwann noch mehr Overlords werden gefunden. Das ist wirklich, was ist das für ein Massenfriedhof an Overlords hier? Elaze ist wieder Supply blockt. Und jetzt wird der Hydra dann gerade angespuckt. Da will man ein paar Hydras rankriegen als Anti-Air. Ein Looter wird gebaut für Savile. Kann das Savile tatsächlich drehen? Hydra denn ist zerstört. Neuer wird gebaut. Hier, der Spawning Pool wurde über den Creep-Tumor gerade am Leben gehalten, dass der nicht weiter Hitpoints verliert. Creep ist da, um das am Leben zu halten. So wäre dessen Mutter schon auf der Seite vorbei. Da ist der Creep auch noch nicht weit genug, um die Drones zu schützen. Das ist Blinkers, wird da kurz eliminiert. Nein, wird transused. Okay, wir sind in einer richtig seltsamen Situation gelandet. Hydra dann wird neu gebaut. Die Hedge ist jetzt da. Die Hedge kann man auch transused. Ein bisschen Energie ist auf den Queens. Neue Queen wird gebaut. Savile hingegen baut nochmal ein paar Roaches. Savile geht mit den Worker nicht höher. Aber er hat den Worker-Vorteil von 6-fach auf 4-fach verkleinert. Also es ist ein bedeutender Fortschritt für ihn. Und aktuell ist das Mining von Elaze jetzt auch nicht optimal, aber halt doch besser. Jetzt Corruptor kotzt nochmal auf die Hedge. Die Queens und Hydras versuchen jetzt ihr Bestes, um das alles zu stoppen. Transuse hält die Hedge auch am Leben. Spore-Collar kommt mit rüber. Doppel-Spore-Collar kommt mit rüber. Also die Lufteinheiten von Savile kriegen gerade mehr und mehr Gegenwehr, mit der sie ein paar Schwierigkeiten haben. Das heißt, Pinkas kann nochmal geblockt werden, aber 12 weitere Hydras. Also Elaze konnte jetzt endlich mal sein Geld nutzen. Er war eigentlich hauptsächlich Supply-Block, das hat ihn gerade gehindert, Einheiten zu bauen. Und die Hydras sind wütend, kriegen noch ihr Range-Upgrade. Und versuchen, diese Corruptor klein zu kriegen. Speed-Upgrade sollte dann auch noch folgen. Während das Infestation-Pit kommt für Elaze noch mit dazu. Also er versucht jetzt einfach so viel wie möglich, diese Lufteinheiten zu kontern. Hydras, Infestoren, Queens, Spore-Crawler. Hauptsache, man diese Verluste hören endlich. Aber er verliert nochmal Overlord. Er ist schon wieder Supply-Blocked. Er ist schon wieder Supply-Blocked. Hier gibt es aber auch eine neue Basis, wo die Queens zur Stelle sind. Noch mehr Creep-Verbindung. Die Corruptors suchen immer noch nach neuen Zielen. Die haben auch schon wirklich, die Corruptor haben erstaunlich viel erreicht. An die Overlords habe ich nicht wirklich gedacht, muss ich gestehen. Und es sind sehr viele Overlords gestorben in diesem Game. Die Mutas versuchen ihr Bestes, kriegen aber nicht mal die Queen. Die Hydras dann mit dabei und die Hydras sind eben die große Gefahr. Die Mutas checken die Lage, die Mutas finden raus. Okay, der hat nach wie vor nur 2 Basen mit minimal Drones. Also Mining-Tennisch ist das immer noch eine ziemlich einseitige Geschichte. Insgesamt die Zeit spielt jetzt also wieder für Elaze. Mining-Tennisch läuft es besser bei ihm. Und Savile konnte ihn nicht brechen. Er muss eben gucken, dass er seine Verluste im Griff hat. Und die Crafter warten hier auch wenig. Es waren mal 15, es sind jetzt noch 11. Und man sieht, die Hitpoints sind nicht mehr so besonders. Da sterben nochmal 2. Dafür sind jetzt mehr Mutas auf dem Feld. Catch wird nochmal angekotzt. Da kommen jetzt die Mutas mit rüber mit den Roaches. Der versucht, die Hydras und die Queens zu brechen. Die Mutas werden gefokust. Die Roaches kriegen auch. Aber die Drones kämpfen mit. Noch mehr Hydras kommen dann. Das soll ein entscheidender Fight hier sein. Die Hedge ist down. Die Brütlinge kämpfen aber mit für Elaze, um die Roaches zu blocken. Und damit die Basis ist down. 2 Drones sind gefallen. Aber Mutas 8 Stück. Corruptor 7 Stück. Supply 50 zu 87 und hier die zwei Mutas haben tatsächlich nochmal, die zwei Mutas haben mehr Schaden gemacht, die haben 5 Drones rausgenommen gegen 2. Klar, die Hedges verloren gegangen für Laser, aber er hatte eh nicht wirklich viele. Er kann noch Reste zusammenkratzen, das würde noch funktionieren. Gut, die Basis ist überlaufen. Und die Hydras, okay, die Hydras kriegen einmal den direkten Kampf gegen die Mutas und prompt ist das Game erledigt für Savile. Da kommt sein GG und die Laser gleicht das tatsächlich aus. Es ist jetzt nochmal komplett eskaliert zwischen den beiden. Was war denn das?
Units lost. Elaser hat 31 Overlords verloren. Jeder Overlord gibt 8 Supply. Gut. Er hat halt über 200 Supply an Overlords verloren. Also Supply-Kapazität. Das muss man auch erstmal schaffen. Die Corruptor haben wirklich durchgeräumt. Davor waren es die Mutas, die Probleme gemacht haben. Die Roach-Kriege, die zwischendrin waren. Und am Ende war halt wirklich wenig übrig. War gerade für Savile 70 Drones verloren. Am Ende ist er mit 4 übrig geblieben. Hat nochmal ein paar Drones aufgeben müssen. Hatten wir nochmal über 10-fachen Worker-Count. Und ja, somit kriegen wir den Deciders mit. Bin gespannt, was da jetzt passiert. Und wir bleiben weiter ohne frühen Spawning Pool, sondern auch hier wird es die Hatch First geben für beide Spieler. Ich habe gerade einen Tinnitus. Glaube ich. Oder das ist mein PC, der pfeift. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist mein PC. Oder ich verliere langsam den Verstand. Nicht sicher. Muss man nicht weiter begutachten. So, es kommt die ganz normale BO von den beiden. Hatch der Spawning Pool. Wir kriegen das Speed Upgrade dann. Bisschen Vespin Gas ist fast synchron. Nicht ganz. Es fehlt ein kleiner Tick. Auch Mineralien sind sehr nah beieinander. Also nicht hundertprozentig beisammen, aber trotzdem nah genug. Nah genug. Ich meine, da geht es um Millisekunden. Daher ist das wirklich synchron genug, was die beiden betreiben. Wieder Link-Speed Upgrade. Paar Linge im Bau und danach die dritte Basis, die man mit den zwei Lingen besuchen kann. Und dann haben wir wirklich durchgängig dieselben Openings von den beiden. In 5 Maps. Aber trotzdem haben sich da sehr interessante Games draus entwickelt. Auch in interessanten Bandbreite, von einem sehr kurzen Match zu wirklich ordentlich langen Maps, die wir jetzt auch schon hatten. Mal sehen, was der Abschluss zwischen den beiden wird. Auch unterschiedliche Tags, die wir schon gesehen haben. Mit verschiedenen Anwendungsfällen. Der dritte Basis kriegt Besuch. Und Baning Nest sofort unterwegs für Savile. Was von die Laser kommt, ein Ticken später. Die Basis wird gehalten. Die bekommt keinen weiteren Hitpoint-Ärger. Mal sehen, bisher war es die letzten Male ja Elaser, der versucht hat, mit den Lingen, mit dem Speed-Upgrade einen Angriff zu starten. Und Savile hat dann eher mit Roaches drauf reagiert. Wird das vielleicht nochmal umgeschaltet, versucht man selber, der Aggressor zu sein. Und ja, die Antwort kommt. 12 Linge sind unterwegs bei Savile. Da wird recht viel davon gebaut. Link-Speed in 10 Sekunden, das ist nicht ganz synchron. Da ist eine Sekunde dazwischen. Jetzt sind aber die, wow, aber die Nachkommastelle ist gleich. Das war auch mal schön. So, und hier die Linge sind im Ansturm. Zwei blaue Linge scouten, das war 14 zu 8. Und Bainige werden auch noch mit dazugeben. Auf das sind die Linge, die vorhin hier rangelaufen sind. Die sind jetzt eben prompt offensive Banes. Also Ärger an der dritten Basis. Kann Elaser das verteidigen? Die Queen ist in einer schlechten Pose, wird surrounded und wird wahrscheinlich das erste Opfer sein in diesem Angriff. Ja, Queen ist weg. Linge ist allein. Baining kommt mit dazu. Elaser, kann er seine dritte Basis hier halten? Die kriegt ein bisschen Schaden ab. Doch, die hat noch genügend Hitpoints. 1000 sind noch drauf. Queen kommt mit angelaufen. Aber es hat ihn schon mal eine Queen gekostet und das nervt. Und die Laser droned dahinter nach. Hat sie jetzt auch einen Worker-Vorteil geholt und hat halt immer noch Linge und Baininge, um hier ein bisschen bedrohen zu können. Und da gibt's die große Explosion. Genau das, was die Laser nicht brauchen konnte. Frisst den Baining mit dem Gesicht. Und das macht wirklich keinen Spaß. Der Baining hat mega eingeschlagen. 500 zu 175 Resources lost. 15 Linge jetzt verloren. Das hat gekostet. Das ist eine Connection. Die wünscht man sich als Zerg oder eben nicht, wenn man der Gegner ist. Also für Elaser natürlich mega ärgerlich, aber er darf sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen. Das muss jetzt trotzdem irgendwie laufen, das Game. Er hat keine anderen Auswahlmöglichkeiten, er kann die Map nicht einfach so aufgeben. Er hängt trotzdem noch alles in allem gut dran. Natürlich sein Army Supply ist ein bisschen geschwächt dadurch, durch diesen Hit, aber Economy hat er doch auf Augenhöhe. Tech-mäßig geht es voran mit Roachborn und der Tech, also da ist er gerade auch ein bisschen schneller unterwegs, als es Savile ist. Trotzdem muss er eben gucken, dass die Army Supply Schwäche nicht noch weitere Probleme macht, aber er kann dann, er kriegt die Baininge nicht knapp, aber er kriegt sie nicht. 12 Linge zu 18 und noch 4 Banes gegen einen. Roaches werden gebaut bei Savile. Roaches können noch nicht gebaut werden von Elaser. Er muss das nochmal so verteidigen. Sein Baining stürmt da entgegen. Creep mit dabei. Nochmal der Speed Booster, weil die Baininge noch nicht krass genug sind und einem noch nicht genügend Angst machen. Der Baining wird abgefangen, die Baininge werden nach und nach zerlegt. Linge werden immer weniger. Wir sind bei 3 Linge zu 15. Also Savile hat hier immer noch Link-Power und kann damit nochmal die Basis angreifen. Drones gehen mitten in den Kampf. Eine weitere Queen wird surrounded, wird gefressen. Die Drones in Gefahr. Jetzt sieht das für Laser umso schwieriger aus. Die nächste Queen blockt den Eingang ab. Die dritte hat Schwierigkeiten. Die Roaches sind mit dabei und die Roaches spawnen halt direkt in Linge. Das macht auch nicht viel Spaß. Da soll das Round kommen. Das Round wird ein bisschen vermieden, aber trotzdem sehr viel Schaden auf den Roaches. Die werden gefressen. Die anderen Roaches und Savile kämpfen gerade nicht ganz mit und die Masse ist jetzt da für Laser. Roach-Masse als Verteidigung und somit die dritte Basis. Sie lebt ein weiteres Mal, aber dieses Mal ist die Economy angeschlagen. 42 zu 55 ist die Worker-Situation zwischen den beiden. Leertech jetzt auch bei Savile unterwegs. Und Roaches
kommen ja eh schon Missile Attacks auch mit dazu. Und er bekommt einfach mehr Geld rein. Er hat 15 Drones mehr zu diesem Zeitpunkt. Das wird wieder ein bisschen angeglichen mit der nächsten Drone-Runde. Trotzdem, der Vorteil ist einiges. Das sieht man eben, den Absturz quasi in der Economy. Also die Lasers Absturz, aber es blieb ja da recht gut konstant. Und er sammelt jetzt konstant weiteres Geld. Ah, okay, da kommt Carapace. Da wird sich im Upgrade umentschieden. Ich meine, das hilft, wenn man Linge mit dazu holt in seine Armee. Die profitieren dann auch von dem Upgrade. Vom Missile Attacks profitieren nur die Roaches. Theoretisch die Queens und die Drones profitieren auch davon. Wobei man den Gedanken nicht unbedingt hatte. Ja, aber da kommt jetzt Investment in Defensive. Drei Spinecrawler. Laser hat Angst. Er hat Angst, dass er angegriffen wird. Mit einer Masse, die er nicht aufhalten kann. Also der Laser sagt sich, ich hab's gar nicht mal so stressig. Mir geht's ja echt ziemlich gut. Haben mehr Worker, bauen eine vierte Basis. Und da kommt aber auch die vierte für Laser. Die könnte noch gestoppt werden. Die Drone lebt gefährlich. Die Hedge wird angesetzt und die Hedge wird prompt wieder runtergefressen. Cancel kommt, aber das hat dann auch mal 75 Mineralien mehr gekostet, als wenn man nur die Drone frisst. Und das Timing geht natürlich auch dabei verloren. Also für Laser, der Stand wird nicht unbedingt leicht. Der hat jetzt ein paar Ravager. Der Overlord hat aber Speed Upgrade. Das heißt, der versucht zu fliehen oder zumindest zu dodgen. Ja, kleiner Patrouillen-Move. Hin und her zwischen den Wegpunkten. Und dann mit Corrosive Pile treffen ist nicht ganz so einfach. Indessen die Linge werden zurückgedrängt. Vierte Basis für Saville. Die ist noch im Bau, aber sie macht Fortschritte. Timing-Unterschied ist ein bisschen was. Und jetzt Laser konnte in der Zwischenzeit mit den Drones aufholen. Hier kommt aber auch schon ein Overlord-Drop vorbei. Da sind auch Roaches drin. Missile Attacks 1, Roach Speed. Für Saville gleich fertig. Und man sieht Masse-Tennis einfach vorne durch das ganze Mining, das er mehr hatte. Die Phase hat es jetzt eben beendet, aber man sieht es im Army Supply. 20 mehr auf dem Feld. 25 mehr sogar auf dem Feld. Da kommen immer noch weitere Roaches. Es geht jetzt steil Richtung Max Out. Und Ravager kommen mit dazu. Missile Attacks 2 wird gestartet. Overlord Speed jetzt ausgeglichen. Was kann die Laser da noch draus machen? Er kriegt gleich Besuch von diesen paar Roaches, aber die sollte eigentlich auf den Blick haben. Der Overlord ist ja kurz vorher an ihm vorbeigeflogen. Ne, kriegt ein bisschen Schaden, kriegt er ab, weil gut, da kommt auch die große Armee vorbei. Er hat gerade zwei Krisenherde, um die er sich kümmern muss. Die kleinen Roaches und die großen Roaches. Die großen Roaches sind gerade eine akute Gefahr für die vierte Basis. Da ist nämlich ziemlich viel, das sich da randrückt an seine Base. Er versucht das zu managen. 33 zu 42 Roaches, 5 Ravage zu 3. Die Basis lebt noch, aber es wird vor der Basis gekämpft. Der Main-Base, das ist der Drop, der wird auch mit allen Mitteln verteidigt. Dabei stirbt die Queen und eventuell auch eine zweite Queen. Die Masse hat sich erstmal zurückgezogen, aber hier, ja, man nimmt eine zweite Queen mit. Also ja, dieser Drop, er nervt auf jeden Fall ziemlich hart. Die Roaches werden am Ende bezwungen. Aber da hat es aber wieder ein bisschen mehr Damage gemacht. Ein paar mehr Drones auch erwischt. 62 zu 71 Worker. Die vierte Basis lebt, aber die Verluste für E-Lasers sind da. Er hat nicht viel mehr Ressourcen, er hat 500 Ressourcen mehr verloren, aber halt 4 Queens waren da drunter. Das ist für den Larvenhaushalt auch nicht so schön. Aber er schafft es auch nach und nach zum Max-Out. Saville aber schon mit 2-1 Upgrades unterwegs. Und bei E-Laser kommt jetzt das Plus-1 Missile-Attacks. Er hat damit das Carapace. Aber das Missile-Attacks-Upgrade tut schon weh. Gerade das 2 ist für die Roaches nochmal ein ordentlicher Boost nach oben. Burrow kommt, Tunneling Klaus kommt und Hydra, dann kommt auch bereits. Also Saville schnappt sich jetzt tech-mäßig einiges. Er kann sich das natürlich auch leichter leisten. Er ist auf Max-Out schon angekommen. Seine vierte Basis läuft. Mal gucken, ob da gleich auch eine fünfte Basis mitfolgen wird. Nächster Angriff ist geplant. Aber E-Laser hat eine Masse, die dem entgegenschieben kann. Ein paar gute Corrosive Bites und dann geht da schon was. Ja, da sind ein paar gute Corrosive Bites gerade gelandet. Also da war schon ein bisschen Damage da. Basis oben bekommt Ärger von ein paar Lingen. Die zwei machen aber nicht. Doch, sie kriegen sie. Nein, sie kriegen die Drone nicht. Da hat Saville tatsächlich nicht drauf geguckt. Den Fokus hätte er mit quasi Attack-Befehl auf die Drone hätte die kriegen können. Aber da waren andere Dinge wichtig, weil er kriegt selber auch gerade Gesellschaft von dem Overlord-Drop und verliert eine Alge. Er wollte sie eingraben. Er wollte sie gerade im letzten Moment noch eingraben. War aber nicht schnell genug die Animation, somit die Queen stirbt. Und die Roaches müssen weiter verfolgt werden. Also ja, die Overlord-Drops, die Roach-Drops sind schon hart nervig. Auch wenn der Overlord gerade ziemlich viele Probleme bekommt. Tunneling Klaus als nächstes Thema dann. Mit den 2-1-Upgrades. Hier der Kampf geht los und das 2-1 wird halt gleich fertig. Also Saville hat jetzt gleich doppelten Upgrade-Vorteil für eine ganze Weile. Baron Tunneling Klaus wird dann auch erst noch ausgeglichen. Maxout ist soweit da. Und ja, Banks werden gesammelt. Die Roaches, der Overlord hat es jetzt nicht mehr überlebt. Und die Roaches werden rausgejagt aus der Base. Hier lässt auch kurz mit dem Supply-Block. Hivetech beginnt dafür bei ihm. Gut, Lurker können das alles. Also Lurker, damit kann man auch so einen Nachteil wegmachen. Das ist gar kein Thema. Und inzwischen ist der Nachteil auch nicht mehr so schlimm. Weil Lace jetzt eben selber maxed out. Klar, die Upgrade-Situation macht ihm noch ein bisschen Sorgen, aber die verbessert sich nicht mehr so krass, weil Saville hat selber noch kein Hive-Tech. Das heißt, keine 3 Upgrades sind möglich. Nur das 2-2 kann noch kommen. Ach, wir haben die Roaches hier drin. 2 Drones werden angegriffen, noch mehr Drones werden angegriffen. Es gibt mehr Kills, 4 Kills gemacht. Die Roaches können immer noch versuchen abzuhauen mit ihrem Tunneling Klaus und parallel wird der Trupp gerade gejagt. Also ja, Saville spielt jetzt einfach auf ein paar mehr Aktionen.
Versucht er den Gegner in schlechte Positionen zu bringen. Bruno Tannenklaus, viel Laser ist nicht da. Er ist auch in einer ganz komischen Ecke hier mit seiner großen Armee. Und das ist nur die Hälfte seiner Armee. Die nächsten Roaches buddeln sich hier rein. Also es soll mehr Schaden anrichten. Nimmt da noch mehr Drones raus. Wenn das nicht kommt, eben jetzt erst der Infestation Pit. Hydra-Tech wird aufgerissen und hier die Roaches treffen schon direkt auf den Gegner. Also der Trupp wird komplett geblockt. Und gegen die Roaches machen einiges an Schaden. 12 Drones sind jetzt gefallen. 54 zu 65 der Worker-Count. Die versuchen sich sogar nochmal zu splitten. Die Roaches schaffen es am Ende nicht ganz. Sie werden jetzt zerstört. Trotzdem hier, die Roaches graben sich gerade ein. Und 180 zu 190 Supply. Sabbel mit dem Mining-Vorteil nach wie vor. Und ja, Banktennisch mit. Okay, nochmal mehr Damage, den er gerade gemacht hat. Nochmal ein paar Drones mitgenommen. Da noch zwei Roaches, die drin sind. Der einzige eben Hivetech hat er noch nicht. Den hat aktuell Elaser. Dafür Elaser geht jetzt auf Hydras. So hat er noch abgetennisch, bisschen was vorbereitet. Hat beide Hydras-Upgrades bereits drauf. Geht auf sein 2er Carapace. Und mit dem Hivetech kann er dann auf die 3er Upgrades gehen. Währenddessen plus zwei Missile-Attacks erstmal unterwegs für Elaser. Aber Lurker denn kommt auf beiden Seiten. Wir kriegen tatsächlich nochmal eine Lurker-Schlacht, wie es aussieht. Vor allem Lurker-Viper, wenn das so weitergeht. Weil Hivetech kommt dann halt auch mit dazu. Und dann ist irgendwann die Phase, wo man einfach Vipern baut. Tunneling Klaus Konter wird angesetzt, aber fliegt halt komplett durch die Overseer. Sabel sieht das sehr, sehr früh. Sabel hat auch hier. Sabel hat halt auch 7 Overseer im Einsatz. Er hat gar keinen Bock, dass da irgendwas bei ihm durchkommt. Er will das alles im Blick haben und er will das alles stoppen, bevor es irgendwie Probleme macht. Da können gleich Roaches aufeinandertreffen. Hier wird der Weg nochmal verbreitert. Roachmasse in Bewegung. Hydras sind es 3 Stück und 8 Stück. Also noch nicht wirklich viel, was an Hydras da ist. Hier die Roach-Truppe trifft auf eine deutlich größere Masse auf der Gegenseite. Die 5. Basis ist jetzt fertig und Saville hat zugeschlagen, hat Roaches hier und hier reingebracht. Eine Basis wird gut verteidigt, die Natural, aber die 4. hat Probleme. Da sterben nochmal einige Drones, 10 Drones, 11 Drones, das werden immer mehr die Kills. Und die Roaches wollen sogar noch weiter in die Mainbase und der Dieb haben sich durch die gesamte Mineraline durchgefarmt, gerade diese Roaches. In der Mainbase der Trupp wird gejagt und zerstört. Trotzdem, Elaser verliert noch mehr Economy, sorgt dafür, dass er aber auch noch mehr Army Supply hat, weil er setzt die toten Drones mit Roaches. Somit kommt dann eine riesige Roach-Armee zustande über die ganze Sammelei. Savile hat ein bisschen größere Bank, nicht viel, und hat eben eine Basis mehr, pusht auch hier noch ein paar Einheiten weg. Und da kommt, ist das nicht, das ist sein zweiter Lurker, Savile baut einen zweiten Lurker, also auch Savile baut mal Gebäude doppelt. Passiert ihm jetzt auch nicht so häufig, weil er hat der Bushi das abgenommen, und er geht halt auch parallel auf 3-3, weil er sich's leisten kann. Roachmasse quetscht sich in die Mainbase und die andere Roachmasse möchte an der 4. Basis für Ärger sorgen, aber da sind Hydras und die Roaches als Blockeinheit versuchen, diesen Kampf zu gewinnen. Mistletex ersetzen die Upgrades 2-1 gegen 2-2. Der Vorteil für Savile nicht mehr ganz so groß. Hier wird weiter draufgehalten. Hydras machen gute DPS. Ist es genug für Elasis? Die Frage, kann er das nochmal verteidigen? Und es sieht nach ja aus. Er kann zumindest an der 4. die Position halten. Die Mainbase kann er clearen. Also bekommt das alles gestoppt. Savils Bank auch gerade massiv geschrumpft, weil er halt 15 Hydras, 10 Roaches, mehr Lurker und tatsächlich den zweiten Lurker, den sich nach wie vor gönnt. Das 3-3 war auch nicht gerade billig für ihn. Hat ein paar Drones mehr. Er hat dafür vor den Mining-Vorteil. Aber 11.000 zu 9.500 Resources, was, das ist deutlich knapper. Damit kann Elaser arbeiten. Jetzt selber noch keine Lurker im Einsatz, einfach Massen. Er hat 45 Roaches. Savile ist jetzt halt massenhaft weggegangen von den Roaches. Hat 15 noch davon, dafür 26 Hydras und jetzt mehr und mehr Lurker. Also hat einfach den Tech in seiner Armee massiv aufgerüstet und die Roaches nochmal am Drones zerlegen. Und da ist nochmal eine einzige Roach unterwegs. Also die eingegrabenen Roaches sind immer noch ein Thema. Tunneling Klaus nervt ziemlich hart. 47 zu 61 Worker gesamt. Dafür gibt es hier auch mal den Konter, der angesetzt wird. Hydras wollen das möglichst schnell stoppen, aber auch da sterben 4-5 Drones bei der ganzen Geschichte. Ein Graben geht nicht mehr, da ist ein Spockholmer dabei und hier trifft man aufeinander. Da ist ein Abitz Lurker mit am Start und die Lurker haben ihr Reichweiten-Upgrade. Das Tunneling Klaus fehlt, das Tunneling Klaus, Entschuldigung, das Adaptive Talents fehlt noch. Und da kommt natürlich 3-3, das hat dann der nächste Power Spike. Nochmal ein paar Drones vom Highground hier runtergekotzt. 58, 54 allerdings. Also Savile hat auch den Drones jetzt ein bisschen reduziert. Ein paar mehr Gebäude wurden gesetzt, Static Defense wurde gesetzt. Seine Vipern, okay, und jetzt legt er nach. 11 weitere Drones werden gerade gebaut. Die nächsten Roaches schleichen sich hier durch. 5. Basis jetzt auch für Laser ein Thema. Und die Banks sind auf beiden Seiten geschrumpft. Also das sieht für Laser gar nicht mehr so schlecht aus. Auch man sieht Resources lost, 13 zu 12.000. Da ist noch einiges möglich. Er konnte jetzt mit eigenen Lurkern. Aber wir erreichen wirklich die Late-Game-Phase. Und der Roach-Runby wird deutlich schneller abgewehrt. Also die erreichen gar nicht mal so viel. Die werden sehr schnell gefunden und sehr schnell ausgeschaltet. Und Savile hat jetzt noch Supply verfügbar. Und kann sich überlegen, was er mit diesem Supply denn anfängt. Weil von ihm Roaches müssten nicht mehr viele da sein. Er hat 3. Er hat genau 3 Roaches. Der Rest sind 22 Hydras, 9 Lurker, 6 Ravager und 4 Vipern. Und ja, mit den Hydras leiden jetzt auch die Overseer. Hier geht's rein. Okay, hier geht's rein. Elaser will die Basis angreifen. Und er pusht massiv rein, aber Abducts sind da. Der Sporkhol hilft nicht viel, der wird gesniped. Die Basis hat gehalten. Verluste waren auf jeden Fall deutlich da. Elaser hat da ein bisschen mehr verloren, muss jetzt selber nachbauen. Hier die Armeen trennen sich auch voneinander. Und wir haben gleich das volle 3-3 bei Savile. 3er Missile Attacks für Elaser braucht noch ein bisschen. Er kriegt hier nochmal Ärger mit diesen letzten paar Roaches, die Savile noch hat. Er ist wirklich 2 der 3 letzten Roaches, die er noch hat.
Und die werden es auch nicht überleben. Da war es nur noch eine Roach gleich. Ja, und die ist hier. Das ist die letzte Roach, die Savile hat. Aber die ist nicht so wichtig. Und hier geht der nächste Kampf los. Da will man wirklich im Lurker reinkämpfen. 10 mehr Lurker kommen bei Elaser. Er hat noch 3. Hat jetzt, ja, die gerade aber nochmal verloren abdackt. Ziehen die gerade ran und zerlegen die Hydras, killen das alles. Also Savile ist jetzt gerade deutlich kosteneffizient unterwegs gewesen. Das Sub ist eben fast gleich jetzt bei 18 zu 14. 1700. Also Savile jetzt mit ein bisschen mehr Bank. Elaser versucht da einen neuen Weg zu finden, aber überall wird er quasi ausgescottet. Savile ist halt mit Vision auch überall unterwegs. Die Overseer hängen überall ab. Spockholder mit dabei, Vipern mit dabei. Der Overseer hat es gerade zerrissen. Die Vipern ist wieder neue Energie gesammelt. Da kommt Blinding Clouds auf die Armee. Keine Vipern bei Elaser. Also diese Tech-Stufe fehlt bei ihm. Er kann keine Abduct setzen, keine Blinding Clouds setzen. Entsprechend verliert er dann auch richtig viel in so einem Engagement. Das war wieder teuer für ihn. Hat doppelt so viel Lurker verloren. Roaches sind draufgegangen. Hydras hat ein paar mehr erwischt und er hat Overseer mitgenommen. Und da die eine letzte Roach. Die eine letzte Roach, die es da bei Savile noch gibt, die macht nochmal ihr Ding und kotzt ein paar Drones tot. Ist sogar ziemlich erfolgreich. Ich meine, 3 Drones, das lohnt sich schon, die eine Roach dafür noch genutzt zu haben. Und es wird noch ein paar mehr. Das ist tatsächlich langsam richtig nervig für die Elaser-Eco. Hydra gibt jetzt ihr Bestes. Man sieht eben im 1 gegen 1, die Hydra tut sich schwer. Die anderen Hydras haben ausgeholfen. Dafür geht es wieder mit Gewalt die Rampe hoch. Da kommen die Blinding Clouds aber als Antwort und die Blinding Clouds bremsen den ganzen Push aus. Also da verliert Elaser einiges und da wirft er einfach das GG. Er sieht sich jetzt schon nicht mehr in der Lage, das gewinnen zu können. Da hat die Viper nicht mehr dabei. Savile hat 8 Stück davon. Und somit jeder Fight, man hat es ja gerade gesehen, die letzten paar Fights liefen ziemlich mies für Elaser. Hat immer wieder deutlich mehr verloren. Auch hier 11 Roaches, 11 Hydras verloren für 3 Hydras, einen Lurker und eine Roach. Das hat sich ein weiteres Mal nicht gelohnt. Damage-technisch, Resources-Loss-technisch. Also da hat er einfach Savile mit der Effizienz seiner Vipern und Lurker, auf die stützt er sich. Damit hat er nämlich jetzt 2 Games gewonnen von diesen 3 und hat aber damit die Serie geschafft. Kommt in die nächste Runde, hat auf jeden Fall deutlich mehr zu kämpfen. Und für Elaser geht der Weg im Lowers Bracket weiter. Aber was für eine Schlacht zwischen den beiden. Das ist erstaunlich viel eskaliert. Tatsächlich hat Elaser kein einziges Gebäude verloren. Aber halt 54 Drones war das Problem. Die ganzen Roaches, die abgetötet wurden, Hydras und dann eben Lurker. Und die Vipern haben da eben ihr Ding gemacht. Das müsste man im Army Supply Graphen eigentlich auch sehen. Das ist da, ja, das sieht man, da hat Savile nachgebaut und die Laser einfach nur kassiert. Und bei Savile ist gar nicht viel drauf gegangen. Hier war es ein bisschen ähnlicher und hier war der Kampf wieder deutlich einseitig. Und das war dann auch der Punkt, wo sich Elaser gesagt hat, nee, das wird so nichts mehr, das gewinne ich so nicht. Und damit das 3 zu 2. Aber ein cooles ZVZ, das sich die beiden hier liefern. Das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.